meine Damen und Herren, wieso bin ich... Hallo? Achso, Gott, meine Kopfhörer. Ja, wenn man die Kopfhörer leiser dreht, dann hört man sich natürlich nicht so gut. Aber ich begrüße Sie heute hier zum Plankenschnack mit folgenden Persona. Ey, jetzt habe ich nicht wirklich die Leute vertauscht. Nein, habe ich nicht. Nein. Das habe ich nicht getan. Ich war gerade ganz kurz so... Nee, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Nein, es ist alles gut. Es ist alles okay, heute läuft alles. Es ist alles in Ordnung zur Folge 91. Ich begrüße Sie. Wie geht es Ihnen? Okay. Uns jetzt? Oh ja, nee, alles gut. So sieht gut aus. Meinen Sie uns? Ja, natürlich. Ah, gut. Und Ihnen? Oh, das war aber eine kurze Antwort. Ja, perfekt. Brillant, wenn ich Sie sehe. Super. Sie wertiges. Gut ausgesuchter Gast. Er ist sehr zum Reden bereit. Gut. Ja, mir geht's auch gut. Habe ich gehört, ja. Es ist so eine richtige Quasselstrippe, dieser Now Simon. That's me. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst anfangen sollen. Sollen wir gleich reingrätschen und dass du dich erstmal vorstellen kannst, dass die Leute überhaupt wissen, wer du bist? Oder ja, wir machen das einfach mal. Simon. Ja. Vielleicht möchtest du der Welt ganz kurz mal erklären, wer du bist, was du hier willst und warum du hier überhaupt eingeladen bist. Weil Reichweite bringst du ja nun nicht. Das stimmt allerdings. Hi, ich bin Simon. Ich habe heute einen Bad Hair Day, deswegen habe ich die Mütze auf. Können wir das mal ohne sehen, bitte? Nee, weil da muss ich jetzt den ganzen... Nee, das wird für immer ein Mysterium bleiben. Okay. Ansonsten nur an Good Hair Days in die Öffentlichkeit. Ich habe mal bei Twitch gearbeitet, früher, vor vielen Jahren. Das ist schon lange her. Old Pepperidge Farm Remembers. Ich habe Twitch in Deutschland quasi gepflanzt und gegossen und gehegt und gepflegt bis letztes Jahr im November. Und jetzt bin ich ein manchmal einladenswerter Podcast-Gast, scheinbar. Nee. Dass wir dich schon seit 2 oder 3 Jahren einzuladen, das kannst du ruhig sagen. Du hast ja immer abgelehnt. Ich habe das nie so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich mich entschuldige dafür, wenn ihr das so wahrgenommen habt. Ich wollte das nie so richtig machen, während ich bei Twitch gearbeitet habe, weil das war so ein bisschen, also für mich ist das echt unter PR-Arbeit gefallen. Ich hätte das dann auch anmelden müssen und so. Und dann war das so, wenn ich das jetzt hier mache, dann muss ich es auch bei allen anderen machen. Das war generell so ein Dilemma, was ich allgemein öfter mal hatte. Mit mir selber halt nur so. So, wenn ich, kann ich irgendwie alle gleich behandeln? Geht das? Stellt sich aus, geht nicht. Es ist sehr schwer. Aber so Erscheinungen, damit habe ich mich allgemein ja eher schmal gehalten. Das ist richtig. Sehr schmal. Und deswegen war es auch nothing personal. So, ich hätte es immer gerne gemacht, aber dann bist du so, was musst du dann machen als Twitch-Mitarbeiter? Sprichst du dann über PR-Themen, über neueste Features? Und ich hab immer versucht, mich ein bisschen im Hintergrund und neutral zu halten. Weil wir an dir als Person immer sehr interessiert waren. Ja, das stimmt. Also, das hatten wir immer abgesprochen hier, dass wir das nicht ansprechen. Ja, wir wollten eigentlich nie über Twitch reden. Ja, vielleicht ist das so. Also ich habe nicht so... Nee, das ist so. Das war wirklich grundlegend eine Regel. Wenn du irgendwann zu Gast bist, reden wir nicht über Twitch. Ja, aber ich kann mich gar nicht mehr ganz in den State of Mind zurückzusetzen, wie das so war damals, also wie ich mich da diesbezüglich gefühlt habe. Es war nur mehr so, dann, also didn't feel like it. Und dafür bin ich ja... Für mich war das eine andere Episode. Ich habe eigentlich schon versucht... Ich glaube, ich habe es nicht immer geschafft, aber ich habe schon versucht, mich ein bisschen im Hintergrund zu halten und dachte mir schon immer, ich kann meine Persönlichkeit und so weiter raushängen lassen, wenn ich mal nicht mehr bei Twitch bin. Das war schon immer so mein Gedanke. Ja. Jetzt bist du da. Hi. Toll, jetzt können wir nicht über brisante Themen mehr reden, weil du hast ja keine Inside-Infos. Naja. Ich habe aber vielleicht jetzt eine Meinung, die ich teilen kann. Oh, hey, können wir heute aus allen Löchern schießen? Wir gucken. Ich versuche mich diplomatisch auszudrücken, ja. Ah, ich verstehe, ja. Bloß den alten Arbeitgeber nicht vors Haus scheißen. Ich habe schon diverse Twitter-Videos gepostet, wo ich mich frage, ob ich das nicht vielleicht schon hinter mir habe. Echt?
Ja, jetzt, ja, toll. Jetzt habe ich mich ja selber. Ich weiß gar nicht, was meinst du denn? Ich habe ein Video über die TwitchCon gepostet. Ach so. Und habe dazu was gesagt. Und es war gut gemeint, aber ich glaube, man kann das nie so ganz richtig machen. Nee. Ja, das meinte ich. Ja gut, aber das kann ja mal passieren, oder nicht? Also jetzt mal unter uns. Unter uns gesehen, klar, kann das passieren. Ja, eben. Ja. Von daher, also ich fand das Video ja gar nicht so verkehrt. Es war ja doch relativ nett auch, ne? Das war zumindest nett gemeint. Ich habe keine bösen Anrufe danach bekommen, also fingers crossed. Aber ansonsten, ja, also weiß nicht, frag mich, was ihr wollt. Wollt ihr euch eigentlich auch noch vorstellen? Nee, ich glaube, auf diesem Channel müssen wir uns nicht vorstellen, nein. Okay. Also ich meine, es wäre traurig, wenn wir müssten, aber nee, müssen wir nicht. Okay. Nee, alle 2 Wochen wäre das auch ein bisschen. Eben. Wir machen aber dafür immer alle 2 Wochen, wie waren denn so die letzten 2 Wochen? Das machen wir immer. Bei dir ist ja, wie waren denn so die letzten 3 Jahre? So, wir können dann mal in die Pause gehen. Aber vielleicht, Sali, möchte vorher noch was sagen, bevor du nicht mehr zum Reden kommst. Also solange ich noch zu Wort komme. Ja, ja, mach schnell. Wie waren meine 2 Wochen? Mir geht's gut. Geht's momentan, ich freue mich auf den Frühling. Es ist schön, dass es endlich länger hell bleibt. Ich habe Devil May Cry gespielt. Hm. Das ist besser als die Demo. Und ich spiele, das habe ich vorhin schon erzählt, ich spiele, glaube ich, eins der stumpfsinnigsten Spiele aller Zeiten. Und es ist so anfixend. Ich habe selbst versucht zu analysieren, woran es liegt. Ich spiele Farm Together. Okay. Ein kleines Spiel, was so ist wie auf Facebook gab es früher. Farmville hieß das, glaube ich. Du brauchst kein Echtgeld, sondern die Sachen brauchen einfach, du hast einen Hof, es gibt keine Story, du pflanzt einfach deine Sachen an, du kannst Tiere haben, du kannst angeln und wenn da steht, du pflanzt eine Karotte, da stehen dann 20 Minuten und es sind Echtzeit 20 Minuten, die du warten musst, dass diese Karotte wächst. Wenn du aber gießt, verkürzt du die Zeit. So, also bist du schon am Gießen und du kannst zu Freunden und allgemein auf Servern kannst du zu anderen Leuten auf die Farm gehen und denen ihre Sachen gießen und ernten und bekommst. Es ist so stumpfsinnig und es löst in meinem Hirn ein wohliges Gefühl aus. Ich sitze da, ich muss nicht denken, ich farm da mein Feld ab und es macht Dring und ich habe ein Goldnugget gefunden und ich sage, ah, ein Nugget, ach, wie schön. Es ist Tiefenentspannung und ich kann es stundenlang spielen. Wie ist denn das so, wenn man bei anderen Leuten auf die Farm geht? Kriegt man dann einen Boni? Also da kriegst du einen Boost. Du wirst also, es gibt auch nichts Negatives in dem Spiel. Du hast ein Gästebuch und eine Vorauswahl an Sachen, die du eintragen kannst. So etwas wie süße Farm, tolle Farm. Ah, oh, das ist aber schön hier. So nach dem Motto, ey, deine Farm ist voll für den Arsch und mein innerer Monk schreit hier, weil du nicht alles 3x3, also schön 9er-Felder hast, sondern so das angepflanzt hast. Also es ist, ich habe einen sehr starken inneren Monk. Das darf man nicht schreiben? Nein, das darfst du dann nicht, du darfst nichts schreiben. Ach so, du darfst nur was anklicken. Pass auf, ich schreibe dann, komm morgen wieder. Und komm dann nicht mehr wieder. Bäm. Du bist so fies. Ja. Du bist so fies, ey. Das ist gerade so mein Ventil. Das ist das Maximum an Bosheit, was du in diesem Spiel ausdrücken kannst. Ja, du kommst dann, hilfst anderen, kriegst einen Boost. Und wenn du auf deine Farm dann zurückkommst, bekommst du mehr Geld, doppelte EP und doppelten Ertrag. Wie im echten Leben. Ich mach die Felder, du, es ist so. Es ist so schön, ich liebe dieses Spiel. Habt ihr euch schon mal ertappt, wenn ihr so eine Art Management-Spiel gespielt habt? Also, und weil bei mir war das einmal so, als ich Stardew Valley gespielt habe, da habe ich nämlich meine Arbeit prokrastiniert und dann habe ich so gespielt und ich fand es richtig geil und dann war ich irgendwann so, oh fuck, arbeite ja jetzt gerade. Nur nicht das, was ich arbeiten sollte. Und ja. Seit dem Tag habe ich nie wieder Stardew Valley gespielt. Obwohl ich es liebe. So, also, aber es war halt für mich so, oh Gott. Selbsterkenntnis, Gefahr gesehen, Gefahr gebannt. Es ist so schlimm momentan bei mir mit diesem Spiel,
dass ich gestern, nachdem wir 3-4 Stunden Vorkochen gemacht haben bei Stefan auf dem Stream und ich eigentlich müde und kaputt war, aber ich gewusst habe, wenn ich jetzt noch das Haus bezahle, kann ich endlich dieses Haus beziehen und habe abends doch noch den Stream für 2-3 Stunden angemacht, nur damit ich da kurz, es ist gerade, es ist schlimm. Ich sage immer, ich will nicht so lange machen, 5-6 Stunden, es sind dann 9 oder 10 Stunden, die ich sitze, um dieses Farmspiel zu spielen. Man muss auch Content produzieren, ne? Egal wann. Auch wenn es nur 2-3 Stunden sind. Kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr von dem Spiel erzählen? Ich bin jetzt richtig angefixt. Kannst du vielleicht so ein Audio-Let's Play machen jetzt, kurz? So nein, wie, du willst das nicht spielen. Okay. Wenn die Leute schon sagen, erzähl, sag ich, nein, hol's dir nicht, es ist stumpf. Und dann, oh, ein Nugget! Und dann rufen die dich so an, so, Sally, ich habe in Let's Farm Together ein Nugget gefunden. Das ist so schlimm. Mein Leben hat sich verändert. Mein Discord ist nur noch voll, ich hab's mir auch geholt, ich auch. Diese Scheiße, sag ich, ja, ich weiß, es tut mir leid. Aber hey, du bekommst für 19,95 echt viele Stunden. Es macht extrem Spaß. Dies ist keine Werbesendung. Nein, ist es nicht. Hä? Ist doch egal, hier ist doch eh alles Werbung. Hm. Und das Spiel heißt Farm Together, falls ihr danach suchen wollt. Farm Together, wo ihr together zusammen farmen könnt. Ja, dann hat die Farm ein eigenes Level, dein Obst und Zeug hat ein eigenes Level. Umso mehr du anpflanzt, umso höher wird das Level, umso höher wird der Ertrag. Und du kriegst, dein Gehirn sagt immer so, oh, Belohnung, du machst stumpfe Sachen und wirst belohnt. Und ich so, ja, yeah, schön. Mal so eine Gegenfrage, kann man da angeln? Ja. Ja, na, dann ist ja alles safe. Dann ist alles safe, dann ist das ja dein Spiel. Ich hab mir ein neues Emote machen lassen, das ist ein Fisch, der so guckt, so. Können wir das kurz mal sehen an alle Leute hier? Hast du das schon drinne? Ja. Können wir kurz mal den Fisch sehen? Das ist nicht inspiriert von Farm Together. Überhaupt nicht. Ganz okay. Ach, das Emote ist von dir? Ja, das meins. Und ich hab's nochmal im Blau-Grün für Stefan nachgelassen. Er wurde gezwungen zum Partner-Emote. Ich liebe diesen Fisch. Gut. Und ansonsten mache ich gerade, ich gehe viel zum Sport. Mhm. Das ist da, wo man den Körper nach draußen schiebt. Und also ich gehe ins Fitnessstudio. Ich bin jetzt nicht so der draußen-draußen-Typ. Ne? Die Natur greift mich an, das finde ich nicht so toll. Aber ich gehe gerade viel mit meinem Mann ins Fitnessstudio, was sehr viel Spaß macht. Ja, läuft. Ich fühle mich momentan echt gut. Wie viel Kilo Hantelbank? 200, Alter. Von der Brust weg, Mann. 20 so. Breit gebraut. Breit gebaut. Weit gebraut? Weit gebraut. Breit gebraut. Das war mein Hirn. Ja. Ne, das breit und gebraut. Nee, breit gebaut, braun gebrannt. In dem Fall dann 20 Kilo Hantelbank. Ist gut. Oh. Was schiebst du denn so auf der Bank? Ich jetzt? Ja. Ja. Ich habe immer stagniert, aber ich glaube, das meiste, was ich hatte, dürfte so 50, 60? 50? Sag ich mal 50. Oh Mensch, nicht schlecht. Und du? Du hast doch auch mal geliftet ordentlich, oder? Nee, ich hab jetzt nicht mehr, nee. Also ich wüsste nicht mehr. Ich habe bestimmt schon 3-4 Jahre nicht gemacht. Aber früher hast du doch richtig, oder? Ja. Was hast du? Weißt du mir best? 220. 220? Ja. Mager. Puh. Ja, da war noch ein bisschen Spinat in der Arme, weißt du? Da kam noch mal. Boah, 220 Hantel ist echt, ich meine, Bank ist echt viel, Alter, puh. Ging. Glaube ich. War Alarm auf jeden Fall. Respekt. Ja, jetzt mach ich 20 enge Liegestütze, bin auch froh darüber. Ja. Gut. Ja. Ist nie zu spät. Ich war als junges Mädchen, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich war sehr sportlich und war gerne beim Sport und tut mir richtig gut. Es ist echt schön. Ja, macht auch sehr viel Spaß. Und das ist toll, dass Stefan mitmacht jetzt. Also da tritt man sich gegenseitig so ein bisschen in den Hintern. Das ist nice. Hast du gesagt, du kommst aus einer Schaustellerfamilie oder so? Hast du so Acrobatics gemacht? Ja. Acrobatics? Nice. Hab ich. Tatsache. Nice. Was war dein coolster Trick? Was? Den kann ich heute noch. Spagat. Finden alle toll. Was? Du kannst heute noch Spagat? Ja. Wow, wieso habe ich das noch nie gesehen? Man nicht. Das zeige ich dir beim nächsten Mal. Ich mach dir mal Spagat, du.
Nee, lass mal, sonst, ey, ich bin gerade mit Stefan sowieso schon leicht auf dem Kriegsfuß. Aktuell haben wir ja eben gerade drei. Nee, lieber nicht. Sonst kriege ich noch einen auf den Deckel nachher, weißt du, dann hänge ich hinten am Auto dran. So, Bagger, jetzt mal drehen wir erstmal eine Runde hier. Und wegen nochmal Spagat gucken. Nee, lieber nicht. Ich zeig dir gleich Spagat. Ich zeig dir gleich mal Spagat, Junge, dann hängst du an der Auto. Meine Eier! Ich sollte wirklich, das war damals von meinen Eltern, ich bin ja auch im Wohnwagen aufgewachsen, ich sollte Seiltanz lernen. Ding ist nur, dass ich Höhenangst habe. Oh. Und habt ihr mal diese Seile gesehen? Das ist Draht. Also das sind solche großen Drahtseile, die geflochten sind. Wenn du einmal daran abrutschst und mit deinem Innenschenkel daran entlang schrappst, dann die Kippe machst und mit dem anderen Innenschenkel daran wieder entlang schrappst, siehst du aus, es ist echt schön. Danach musste ich nicht mehr Seiltanz machen. Nachdem mir das passiert ist, hat sich das Thema erledigt. Ja, also da bin ich auch halb froh. Nee, ich habe einfach Akrobatik dann. Das war auf dem Boden, da habe ich mich wohl gefühlt. Auf dem Tisch ging auch noch, aber nicht höher, bitte. Nice. Übrigens, weil Chat gerade durchdreht, 220, eine Wiederholung mit jemand dran. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von permanent, also von Max. Ja, ja, one time. Genau. Personal. Nur weil jetzt hier schon wieder. Weil, Alter, wir sind hier keine Bodybuilder, Alter. Ne? Nun. Ich kann ansonsten ein bisschen Resident Evil und so gespielt, ja. Also das neue Resident Evil, der Remake? Ja. Wie weit bist du da? Durch. Alle Durchläufe? Ein. Ein? Oh. Es reicht. Das ist nicht meins. Ich hab drei. Ich muss suchen. Suchen. Ja gut, das machst du doch nur einmal. Dann weißt du das doch. Ich bin noch durch. Es ist doch, ich hab's doch geschafft. Ich kann mir das andere. Hey, es gibt eine ganz tolle Plattform. Die nennt sich Twitch. Da kann ich mir alle Durchläufe anschauen in allen Formen und Farben und eigenen Challenges. Nee, ich hab dann genug. Das ist nicht meins. Wo ist denn hier Mr. Trophy Hunter? Was ist denn da los? Keine Trophäe sammeln? Ja, hab genug. So ab um die 20% reich, bin zufrieden. Aha. Ist nicht meins. Aha. Ja, wir treffen gut. Uns bei Farmville gerade oder bei was anderem, aber das ist nicht. Ist nicht meine Art. Kannst du bei hier Let's Farm Together auch Achievements handeln? Ja, ich bin auch. Nein, ernsthaft? Klar, was meinst du, warum ich spiele fast nichts, wo man nicht Achievements holen kann? Wow. So. Ja, ich ziehe es momentan in die Länge, dass ich nicht die 100% habe, weil bei mir macht das automatisch, das ist dieser Filter, also dieses Aufpassen, dass ich nach nichts süchtig werde an Spielen, so zack, okay, ich habe meine 100%, nächstes Spiel. Und die ziehe ich gerade, ich bin sehr vorsichtig. Ja, du hast das vorhin akkurat als Videospiel Crack Cocaine beschrieben, also ich verstehe das schon. Und das mit dem Aufpassen, dass du selber nicht süchtig wirst, hat bei dem offensichtlich nicht funktioniert. Nee. Also wenn ich dir das mal kurz als therapeutisches Feedback geben darf, einfach nur direkt zu deiner neutralen Beschreibung des Spiels, Darling, so, das ist auf jeden Fall in dem Fall vorbei. Ich will es genießen, es gefällt mir gerade sehr. Ich bin sehr geil drauf, ich will es genießen und ich ziehe es in die Länge. Ja, du ziehst solange deine Crackpipe in die Länge. Ich verstehe aber schon. Aber sowas von. Aha. Alle mit. Wie waren denn deine Wochen so? Meine? Ja, was hast du gemacht? Sehr viel für Soon TM. Ich darf das nicht sagen. Soon TM. Gemacht. Auf jeden Fall. Also wirklich nicht zu knapp. Und was haben wir denn alles gespielt? Ich habe Satisfactory gespielt. Dezent mal 20 Stunden an einem Wochenende geknattert. Hab dann danach angefangen, ein ähnliches Spiel zu spielen. Das nennt sich Factory Town. Das ist eigentlich auch nur reales Arbeiten. Irgendwann. Du spielst auch gerade sowas? Na, das ist eigentlich dasselbe, nur mit Technologie, oder? Na, im Grunde genommen geht es darum, Farmen zu bauen, die ganz viel Sachen verballern und produzieren halt, ne? Also machst du dasselbe. Also quasi Anno ein bisschen einfacher, könnte man sagen. Ja, das ist ja. Ja, bitte? Ist es komplex, die Satisfactory? Weil ich glaube, ich habe nur mal so ein, was war das, irgendwie The Game Awards oder so, Intro gesehen und ich habe noch keine Sekunde vom Spiel gesehen. Ich wollte tatsächlich mal, als du es angekündigt hast, deinen Stream dazu gucken. Hab's aber nicht gemacht. Muss man da denken? Also ist es. Weil zum Beispiel Factorio ist doch ziemlich so, da muss man schon ein bisschen nachdenken, oder? Ja, du musst bei Factory Town musst du auch ein bisschen nachdenken.
Also es ist halt so, sind halt die Spiele, wo es um Logistik geht. Und Logistik ist ja... Da musst du deinen Platz gut nutzen und so einen Scheiß, oder? Ja, Platz gut nutzen. Das soll ja dann auch immer nach was aussehen und nicht aussehen wie, weiß ich nicht, hingeklatscht. Und da kickt ja bei mir dann immer der OCD rein und dann geht's immer los. Und das Schöne ist an dem Spiel, dass man in die Z-Achse bauen kann. Das heißt, du kannst halt zum Beispiel auch Bänder übereinander legen. Das heißt, du klatscht nicht alles voll, sondern kannst halt übereinander bauen. Und das ist halt schon ziemlich cool. Es ist mehr so 3D und es hat auch gute Mechaniken. Also du hast halt zum Beispiel, du musst immer Güter an deine Einwohner verkaufen, damit du dann verschiedene Währungen kriegst. Also gelbe Münzen, blaue Münzen, rote Münzen und lila Münzen. Und mit wie bei Super Mario 64. Ja, quasi. Und mit diesen Münzen kannst du dann wieder Häuser bauen. Und ja, gut, das ist halt, naja, spiele ich halt gerne sowas. Und das war ziemlich gut, ja. Aber am Dienstag kommt ja Satisfactory raus. Da ist erstmal Real Life abgemeldet und Dizzy betritt den Raum. Nice. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, gar, was haben wir denn noch gespielt? Division habe ich mir angeguckt. Ist durchwachsen. Mit Freunden macht alles Spaß, glaube ich. So nenne ich das jetzt mal. Der Satz kommt mir so bekannt. Ja, ja, ja. So ist es aber auch. Und das ist genau dieses Syndrom, hat jetzt reingekickt. So, ich habe mit State zusammen gespielt und es war okayisch. Es hat seine Schwächen, definitiv. Aber mit Freunden macht es tatsächlich Spaß. Oh Gott, ja. Und das ist ja, ist trotzdem kacke. Ich mag's, also ich kann mich nicht entscheiden, ob ich. Ist richtig kacke? Ja. Aber mit Freunden macht es Spaß. Ja. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Das entschuldigt ja nicht, dass es nicht cool ist. Darüber hatten wir heute eine sehr lange Diskussion. Die war sehr lang. Also, damit wir Simon ganz kurz ins Licht holen, das ist ein kleiner Seitenhieb an Fallout 76. Hallo, 67? Hey, ho. Also, Fallout war es. Wo hier gesagt wurde, na, ja, das ist scheiße. Und es hat seine Schwächen. Und das ist nicht in Ordnung. Aber. Mit Freunden macht es halt Spaß. Das war also, du bist mit Freunden rumgelaufen und es hat echt Spaß gemacht. Und das hat der, oh Gott, ich warte, vor 2 Wochen, ja, musste man sich das dann hier anhören. Aber mit Freunden macht Spaß. Weißt du, so richtig suffisant von oben. Aber mit Freunden macht Spaß. Ich kann mir das vorstellen. Das mache ich bei Division übrigens auch und verarsche mich selber damit. Ah, ja. Musst du auch. Ja, natürlich. Es ist zum Kotzen, aber das ist nicht so scheiße wie Fallout 76, müssen wir mal ganz kurz sagen hier, ja. Ach, jetzt gibt es auch Scheiße und Scheiße. Ja, also, richtige Scheiße. Nee, Schatzi. Doch. Scheiße ist Scheiße, nee. Genauso wie... Nee. Mama, Papa, hör auf zu schneiden. Scheiße ist Scheiße. Nee, es gibt Scheiße mit Nuss, Freunden. Es gibt dünn, es gibt dick, es gibt sehr viele Varianten von Scheiße. Nein, Liebes. Ja, dann muss ich mir entscheiden, dann ist Division Scheiße, Punkt. Ja, aber mit Freunden macht Spaß. Oh, das geht gerade so runter, das ist wunderbar. Ja, ich habe mich selber, als ich das erste Mal gesagt habe, habe ich mich auch ein bisschen, ich habe mich schlecht gefühlt. Ja. Richtig schlecht hast du dich gefühlt, aber macht nichts, waren ja deine Freunde waren da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der mein Freund ist, also, das ist einfach nur ein Dude, der ein bisschen Reichweite hat. Ja, das war ganz nett. Ich habe den Key aber auch geschenkt gekriegt, ne? Ich fand Division eigentlich immer irgendwie attraktiv. Also mein Mitbewohner, als ich in London war, hat das mal gespielt. Ich habe das nie gespielt. Aber das ist ja quasi auch so ein bisschen MMO, oder? In irgendeiner Zone, wo irgendwie ein bisschen Apokalypse ist. Ist das so? Ja. Ist doch so, oder? Ja. Und dann, ja. Das ist auch... Ich habe zu einer Zeit aufgehört, viele Videospiele zu spielen, also wo ich dann, keine Ahnung, irgendwie mehr studiert habe und gepartied und gearbeitet. Als ich habe viel Oblivion gespielt als Kid und da dachte ich mir immer so, ey, wenn es irgendwie so Mods dafür gäbe, ne, die das so übel realistisch machen würden, dass man essen muss und schlafen muss und irgendwie sich und so viele Waffen mit, boah, ich würde da so viele Stunden spielen und dann kam das irgendwie später alles. Oder ich weiß nicht, da war ich nicht so in der Mod-Szene drin und dann kam das später alles und für Skyrim und hast du nicht gesehen.
Und dann war ich, dann habe ich sowas aber nicht mehr gespielt. Genauso wie mit sowas wie, ich glaube, sowas wie Division würde mir echt Spaß machen. Aber es war irgendwie dann so, it wasn't the time anymore. Das fand ich echt schade. Genauso wie diese Stardew Valley-Sache, wo ich, was mir eigentlich auch, also als Kind habe ich so viel Harvest Moon auf dem Game Boy Advance gespielt. Und hier Harvest Moon Friends of Mineral Town, legendäres Spiel. Und da war das auch okay und noch ein Spiel und man hatte keinen Arbeitsvergleich, wo man sagen konnte, okay, hoho, wie verbringe ich gerade meine Zeit? Und jetzt sind diese ganzen schönen Dinge da und ich bin so, das muss ich wieder hinkriegen. Ich muss ja jetzt nichts mehr tun aktuell. Eigentlich sollte ich jetzt ganz viele Spiele spielen. Es geht Aber ich jetzt, bin. wir könnten halt die perfekte Überleitung machen ins nächste Thema, Oh. aber wir sind noch gar nicht bereit. Du hast uns noch nicht erzählt, was du die letzten 2 Wochen gemacht hast. Habe ich die letzten 12 Wochen gemacht? Ich mache mich gerade selbstständig und mache eigentlich viel Paperwork, aber sehr langsam. Also. Ich glaube, nur ich kann darüber lachen. Du verstehst das, ja? Don't judge. Don't judge. Darf ich dir über diese Langsamkeit einen Witz machen? Wenn du fragst, hast du ihn bereits gemacht in Nee, deinem nee, Kopf. nee, Nun nee, sprich nee, ihn aber nein, ha, aus. nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Sprich. Ja, darf ich? Ja. Also eine Schnecke ist noch schnell im Gegensatz zu dir, wie du Paperwork machst. Ist aber kein guter Witz, das ist nur ein Vergleich Ja, ich weiß, aber ich finde ihn mit trotzdem Schnecke und langsam. witzig. Warum hast du nicht Schildkröte genommen, Alter? Oder Goldfisch oder Oh, so? jetzt geht's. Goldfische sind schnell? Aber nicht im Kopf. Was soll denn da? Ich habe nicht Das ist gesagt, dass der du. Grund für meine Ich habe nicht gesagt, dass du dumm bist, Simon. Goldfisch, Goldfisch. Naja, also die Sache ist ja die, ich habe halt keine Eile. Und das ist der Grund, warum ich meinen Job gekündigt habe. Hallo? Glaubt ihr, ich habe das gemacht, um dann irgendwie besonders schnell und stressig irgendwas anderes zu machen? Nee. Das Entschleunigen. Es ist genau sehr die. wichtig, irgendwann in seinem Leben auch mal zu entschleunigen. Und ich glaube, Auf dein jeden Job Fall. früher war doch sehr schnell. Natürlich. Ich habe irgendwo in London gewohnt, ich war da nicht zu Hause. Ich habe nicht mit den Leuten abgehangen, mit denen ich abhängen wollte. Nichts gegen meine Twitch-Kollegen, alles lovely people, aber. Oh, da war der Anglizismus, für den ich bezahlen muss. Ihr gebt mir dann euer PayPal, ne? Musst du bezahlen für Anglizismen? Ja, war irgendwie ein Twitter-Joke. Da hat jemand gesagt, ich hoffe, der bezahlt euch 1 Euro für jeden blöden Anglizismus, den er verwendet. Da war einer. Merkt euch das, Chat? Ich fordere das später ein, wenn wir Falafeln essen gehen. Ja, Christe, Christe. Was wollte ich sagen? Ja, ich war in vielerlei Hinsicht irgendwie nicht am richtigen Ort, aber Arbeit hat Spaß gemacht. Aber das muss ich jetzt erst alles mal wieder irgendwie einrenken, so wie verbringe ich meine Tage, so dass sie mir Spaß machen, so dass ich auch vielleicht mal zum Sport gehe und sowas. Und sowas ist total schwierig, sich anzugewöhnen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ihr seid ja auch gerade wohl beide auf einem Sporttrip. Aber sowas halt und dann, keine Ahnung, sich ein bisschen angucken, wie so die Bürokratie in Deutschland funktioniert. Mit der hatte ich auch 4 Jahre nichts zu tun. Also in meinem Leben eigentlich noch nichts zu tun, weil ich noch nie einen Job in Deutschland hatte oder so. Ich bin gar nicht in diesem System drin, so richtig. Das sind alles so Sachen, die ich machen muss und die ich in den letzten 2 Wochen gemacht habe. Ich kann auch mal in meinen Kalender gucken, was habe ich noch irgendwas Schönes gemacht? Ich treffe viele gute Leute im Moment. Ich habe super viel Zeit, mit Leuten was essen zu gehen, vielleicht auch mal was trinken. Ich hatte letzte Woche meine erste Saxophon-Lesson ever. Was? Du spielst Du jetzt spielst Saxophon? Saxophon? Nein, Du habe doch lernst gerade es? gesagt, Du das war meine lernst erste Lesson ever. es zu Was wollt spielen. ihr? Ja, vielleicht hast du ja vorher schon mal das Ding in die Hand genommen und gesagt, oh, ich würde das so gerne können. Hast dreimal reingedudelt und dann gleich entschlossen, ich brauche dringend Stunden. Ja, ich wollte das schon immer machen, seit ich ein Kind bin. Ich habe dann stattdessen irgendwann Gitarre gespielt, weil ich musste ja irgendwie in einer coolen Band spielen, um cool zu sein. Für die Mädels? Du weißt es. Klar, ich kenne das. Damals Ostseestrand. Saxophon. Saxophon ist viel cooler. Mein Papa spielt Saxophon. Aha. Das Ja, ist toll. super smooth, oder? Aber hallo, da fliegen die Schlüppis. Also Ja. Gitarre, aber Saxophon ist super. Ich sag's euch, Leute, mit richtig fiesem Death Metal, ey, da kriegt man richtig die geilen Zuschauer ins Publikum. Ja.
Ach so. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hab mir eine Schreibmaschine gekauft letzte Woche. Schreibmaschine? Ja. Die sieht man gar nicht im Shop, ne? Ja, egal. Moment, so eine richtige? Ja, wollt ihr sehen, Anschlag, ne? Oder eine elektrische? So eine richtige? Was ist mit ihm? Wow. Ja, ja. Da kickt wieder da kickt wieder das Stadtviertel rein, so. Die ist mechanisch, die ist nicht elektrisch. Ah. Das ist eine Olympia. Kannst du kurz mal deine Handgelenke zeigen? Ohne Pullover? Okay, schade, keine goldene Casio-Uhr. Nee, dann ist alles gut. Hm. Nee, der Hipster-Joke liegt nahe natürlich. Ist aber, du musst verstehen, das ist keine Mobilschreibmaschine. Ich habe die nicht zum Mitnehmen. Ich habe mir, Dizzy, ich füttere dich, ja. Nee, ja. Ich habe mir auch von der gleichen Lady einen Plattenspieler gekauft. Okay. Es liegt an der Lady. Nur an der Lady. Die ganzen alten Sachen, weil sie hat so ein Antiquitätengeschäft und er findet die Lady so toll und kommt jetzt jede Woche mit was an. Also ich wollte schon immer so eine Schreibmaschine haben. Mm. Ne? Das Gefühl mit dem Anschlag, ja. So schön. Und so einen alten Plattenspieler wollte ich auch schon immer. Plattenspieler. Plattenspieler. Jetzt einmal dreht er sich auch. Kann ich den auch mal von hinten sehen? ja, also es war einmal... Nee, pass auf, ich lasse euch die Fantasie. Oh. Stellt euch vor, Simon in Mantel und Regenschirm geht in Antiquitätenladen, Lady ist süß und ich gehe nächste Woche wieder hin. Ja, also es ist also ganz klar. ich war letzte Woche zum ersten Mal in Potsdam. Potsdam ist sehr schön. Da war ich Fahrradfahren, dann hatte mein Fahrrad einen Platten, leider. War Potsdam dann immer noch schön? Trotzdem noch schön. Ich bin dann nochmal zurückgekommen nach Potsdam, um das Fahrrad zu holen. Das hat ja einen Platten. ich war auf einem Konzert. Ich hatte Besuch von einem alten Kollegen von Twitch, der auch reingehauen hat, ungefähr zur gleichen Zeit wie ich. Sowas. Ich war mal einen Kaffee trinken, hab was gelesen. Ordentlich was dabei. Alles schöne Dinge, ich sag's euch. Ich hatte gute 2 Wochen, muss ich sagen. Ich hab Glück. Es gibt auch 2 Wochen in der Vergangenheit, wo ich vielleicht gesagt hätte, ja, ich habe eigentlich nur rumgehangen und nichts gemacht. Aber ja, schön. Großartig. Schön. Ja, und die Langsamkeit genieße ich sehr. Da mögen böse Zungen Späße machen über Schnecken und Schildkröten und sonst was, ja. Verstehe das vollkommen. Wer macht denn sowas, bitte? Ja, ich finde das auch gut. Das ist wirklich, und ich würde gerne, meine Idealvorstellung ist, ich lebe weiter so langsam und verdiene dabei ein Heidengeld. Das wäre so mein, ich glaube, da muss ich mich ein bisschen mittig irgendwie arrangieren. Aber bei gar keinem Geld doch ein bisschen schneller und ein bisschen weniger viel vom Geld. Irgendein Mittel, irgendein so Pick Two, so irgendwas in der Mitte, ihr wisst schon. Dann versuch's doch mit Elefant. Ich glaube, Elefanten sind medium schnell. Und sehr intelligent. Das würde super zu dir passen. Vielleicht ist Perfekt. Das dein Spirit Animal? Ich nehme das. Auch muskulös, gut gebaut. Langen Rüssel. Ja, poetisch. Ich habe dreimal an dieser Schreibmaschine geschrieben bisher. Oh, und, was denn? Es kam jedes Mal ein Gedicht raus. Ehrlich? Hm. Kannst du uns da was vorführen? Ich lese euch 2 vor, 1 privat, aber. Hast du das für mich geschrieben? Nee. Oh, toll. Also ich habe, das vielleicht lese ich euch 1 vor. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall für mich neu, meine eigene Poesie vorzulesen, aber ich mache das jetzt gerne hier live im Plankenschnack. Seid ihr ready? Mhm. Absolut. Hier ganz kurz, so sieht das ungefähr aus. Das ist aber ein bisschen viel. Such die guten Stellen aus. Nee, ich lese es jetzt vor. Pass auf. Mal eine Frage. Dieser Tage sehe ich arge Differenzen und Spirenzchen beim Gespenstchen aus dem Sarge.
Sollte man nicht, frage ich mich, auch als Geiste sich benehmen, führt das Taumeln und das Baumeln doch nicht meistens zu Problemen. Sollte man nicht, und das meine ich, sich frisieren, strukturieren, anstatt dauernd ohne Plan sich im Erschauern zu verlieren. Nur weil man im Geiste Geist ist, muss man ja nicht gleich erschrecken, doch begeistern, inspirieren, ist wahrlich auch kein Zuckerschlecken. Ein Gedicht vom Geiste. Das ist ein One-Take. Es war so 10 Minuten, kam so raus. Weiß ich auch nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Gedicht geschrieben. Wie kommt's? Ja, das ist eine Ader, die mich so nicht getroffen hat. Verstehe ich. Ich kann dafür keinen. Ich habe noch nie Spagat gemacht. Also. Siehst du? So, nee, das ist. Ich habe meinen Job gekündigt, um mich dem Schönen und dem Geistlichen und der Kunst hinzugeben. Deswegen spiele ich jetzt Saxophon und schreibe Gedichte auf einer Schreibmaschine. Mal gucken. Guter Anfang. Mal gucken. Mal gucken. Das war okay. Das war gut. Ja, du hast, Dizzy, dich packt das nicht, ne? Nee. Du hast da keinen Sinn für. Du bist ein Arbeiter. Ja, ist wirklich so. Ja, ich weiß. Ja. Ich bin Freigeist. Ich bin Freigeist. Ich bin Romantiker, ich bin ein bisschen Hippie. Also Hippie geht nicht ganz, das ist mir insgesamt zu unproduktiv. Ja, mitunter. Aber also das hat mich schon sehr gefreut. Also ich verstehe auch, wenn das nicht man hier so checkt, wenn ich das hier vorlese, aber dass das aus meinen Fingern gekrochen ist, ohne groß danach zu fragen. Ist gut. Macht mich super glücklich. Wirklich. Auf jeden Fall. Hm. Sowas habe ich nicht mal in der Schule geschrieben, als ich das schreiben musste. Ja. Ich habe mich vorgestern, glaube ich, erst an den Erlenkönig wieder zurückerinnert. So, ne? Solche Sachen. Bereitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist eher das Ende von dem Ganzen, wo ich mir gedacht habe, ah ja, stimmt, ne? wie das eigentlich geendet hat. So, wie war das? Dass er ankommt und das Kind ist tot, was er im Arme gehalten hat. Gehielten hat. Ja, das ist, nein. Da gab es noch mal. Es ist nichts, was mich wirklich, wo ich mich drin verlieren kann. Das catcht dich nicht? Nein. Ja, finde ich schon. Wobei das ein sehr schönes ist. Also, ja, das ist jetzt wirklich schön. Das ist schon Banger. Das ist so, aber ansonsten. Ich habe oft Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Umso aufgeregter, nervöser, böser oder sonst was bin, umso schwieriger fällt es mir. Also ich war nie ein Freund der großen und tollen Worte, weil sie mir entgleiten. Zum Glück hast du keinen Job, wo du irgendwie dauernd mit irgendwelchen Leuten reden müsstest. Stell dir das mal vor. Das wäre echt schlecht. Das wäre echt schlecht. Ja gut, aber das hat ja damit jetzt nichts zu tun, oder? Was? Eben. Ich wollte gerade sagen, hä? Was denn? Oder machen wir jetzt die Poesiewoche und dann irgendwann machen wir die Musicalwoche und alle singen dann nur noch ihre Streams? Hey, Musicals sind super. Du, absolut. Es gibt echt tolle Musicals. Absolut. Ich war in Tanz der Vampire, ich fand's nett. Und nicht nett scheiße, sondern nett. Ist nicht mehr, ich bin kein Kulturmensch. Also, ich kann damit nichts anfangen. Kultur ist auf der Straße so. Nachts fotografieren gehen. Aber du, ja genau, du machst ja auch Fotos, also das ist ja auch eine Art von Kunst. Ist es Kultur? Siehst, wie du willst. Für mich ist das, ich will rausgehen, da geht mir keiner auf den Sack. Du bist ja nicht nur Arbeiter, du bist auch Pragmatiker. I like it. Ja, was willst du dazu sagen? Also ich meine, für einen ist es Kunst, für mich ist das, ich mache mir da nicht wirklich eine Schippe, ob das Kunst ist oder ob das jemandem gefällt, sondern die Likes entscheiden da bei Instagram, ob das jemandem gefällt. Der Rest ist für mich, ich teile einfach nur die Dinge. Ja, was eigentlich, muss ich mal sagen, also ich habe viele Künstlerfreunde und damit tun sich viele sehr schwer. Mit dem einfachen Teilen der Dinge, also
es ist jetzt hier okay, lustig, aber es ist jetzt nicht mein mein Anliegen, irgendwie so ein Gedicht irgendwie zu releasen in die Welt oder so. Auch wenn es vielleicht gut wäre, also wenn du irgendwelche Sachen liest, irgendwelche Künstler, Ratgeber, irgendwelche Kreativitätsansporns, Dinger, Motivational Videos, was weiß ich nicht, so, ja, just release it, just make it, just do it. Und ich glaube, viele Künstler, viele meiner Künstlerfreunde haben damit eine Schwierigkeit, weil die dann anfangen, sich einen Qualitätsanspruch zu setzen und so weiter und nicht einfach nur sagen, okay, ich habe das hier gemacht und ich release das sofort und kümmere mich ums Nächste. Und vielleicht würde der ein oder andere Künstler dich beneiden für deine Nonchalance. Ich habe das früher, habe ich das aber auch gehabt. Also ich hatte, ich meine, der Qualitätsanspruch ist immer noch hoch, aber am Ende des Tages hat mir mein weiser Mann gesagt, du bist nicht derjenige, der entscheidet, ob das gut oder schlecht ist. Bist du nicht. Und demnach ist es scheißegal. Und dann kannst du dir halt auch mal, ey, manche Sachen ohne Scheiß, ich habe schon so viel Kram gemacht, der wirklich unglaublich schlecht war. Aber das bin ich nicht, der das entscheidet so. Also bei manchen Fotos zum Beispiel, was Leute darauf abgehen und ich mir immer so denke, Alter Verwalter, die sind so schlecht. Aber hey, okay, cool, wenn ihr die feiert, bitte. Viel Spaß damit. Das ist ein krasses Mindset. Glaube ich. Ja, weil so, also ich denke, so, sonst hast du irgendwann, sonst bist du irgendwann, so torpedierst du dich in irgendeine Ecke, dass du nichts mehr raushaust. Auf jeden Fall. Also ich meine, zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal irgendeinen x-beliebigen Plankenschnack, seitdem ich Regie bin. So, ich habe das auch schon in den Sand geballert. Hab ich. Und das ist auch okay. Es ist einfach menschlich so. Du kannst nicht immer 100% geben. Das geht nicht. Aber raushauen musst du es trotzdem. Weil am Ende des Tages sind die Leute da und sie freuen sich auch über was Kleines. So. Und wenn es für dich nicht cool ist, okay. Aber vielleicht ist es für 9 andere Leute im Internet cool. Und für die hast du es dann gemacht. Oder auch... Ja, gar keine schlechte Einstellung, muss ich zugeben, weil ich bin eher so der Verfechter von, es ist mir egal, ob die anderen das jetzt gut finden, wenn ich damit zufrieden bin, ne, dann kann ich das zeigen, weil ich damit, das ist für mich in Ordnung und dann kann ich es zeigen, aber es ist mir nicht so wichtig, was die anderen, weil ich damit zufrieden bin. Das ist so, und wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann zeige ich es auch nicht. Also dann trage ich es nicht nach außen oder frage nach einer Meinung, so wenn ich mir nicht sicher bin. Aber wenn ich mit etwas wirklich nicht zufrieden bin, dann nee. Ich habe zum Beispiel. Gerade jetzt bei Bildern wäre das jetzt so. Ich würde jetzt niemals, weißt du, wenn ich mir ein Bild angucke und sage, wenn ich jetzt fotografieren würde wie du und ich würde sagen, Alter, ey, Perspektive, das und das bestimmt nicht und das, dann würde ich es nicht teilen, was wahrscheinlich ein Fehler ist, weil anderen gefällt es vielleicht. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das finde ich. Du stehst ja halt selber im Weg. Also ja. ich hab zum Beispiel mal, als, um ein Beispiel zu geben, es gibt ein Bild von Farbenfuchs, die ich fotografiert habe. Das war das allererste Mal, dass ich einen Menschen fotografiert habe. Und alle haben das gefeiert. Alle. Also was heißt alle? Maßlos sehr viele. Also das war in einem Monat ein Tweet, der so viel Reaktion gekriegt hat, das kriege ich manchmal im ganzen Monat nicht. Das Bild war unterirdisch. Es hatte so viele Fehler. Ich habe wirklich nachts davor gesessen. Und mir auch gesagt, ey, ich brauche mich nicht noch 2 Stunden hinsetzen und die korrigieren so, weil es wird einfach, es ist einfach nicht, die Vibes sind einfach nicht da. Es ist rausgegangen und die Leute haben das abgefeiert ohne Ende. Das Gute an der ganzen Sache ist aber, wenn du es raushaust, sehen das mehr Menschen, die dir Feedback geben können und du dich dann weiterentwickeln kannst. Und das ist halt das Wichtige. Und mal ganz ehrlich, ich bin immer dafür, ich bin nicht für Quantität statt Qualität, aber es sollte immer mehr Quantität als Qualität da sein. Weil sobald du die Grenze überschreitest zu Qualität, nur dann kannst du dich weiterentwickeln. Weil du musst Scheiße machen, damit Leute dich kritisieren und du dich weiterentwickeln kannst. Das heißt, wenn du immer perfekt sein möchtest, kriegst du das nie raus an die Leute. Was du beschreibst, ist auch von jetzt einer eher industriellen Sicht ein Customer Service Mindset. Weil du halt im Prinzip sagst, ich mache Sachen und das, was du jetzt gesagt hast, ist nicht meine Entscheidung, ob es gut ist oder nicht. Ich gebe es an die Kunden, ja, Zuschauer, Follower, wie auch immer du es nennen willst, und die sollen es gut finden oder nicht. Also ich meine,
Twitch ist dadurch entstanden, dass auf Justin TV viele Leute den Service benutzt haben, um Games zu streamen. Und dann waren die so, geil, wir finden Games auch geil. Oh, haben wir ja noch nie drüber nachgedacht. Bam, so. Und now this, so. Und das ist, wenn die gesagt hätten, wir wollen aber nur ubiquitäre Streams für alles Mögliche machen. Und das ist schön, dass ihr auch Gamings streamt. Gamings. Aber da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Dann wäre Twitch nicht entstanden. Also das ist schon, glaube ich, eigentlich gut und richtig. Aber ich verstehe dich auch sehr gut, Sally, wenn du sagst, so, das muss für mich selber gut sein. Aber ich glaube, am Ende des Tages gewinnt die Dizzy-Sicht. Die ist aber auch schwer. Also da muss man nämlich sein Ego so ein bisschen fallen lassen und einfach machen. Und man muss mit Kritik klarkommen. Das ist nicht das Problem. Oh. Mit der für mich ist nicht das Problem die Kritik, sondern einfach, ist ein ganz blödes Beispiel. Ich häkel. Ja? Und wenn ich das allererste Mal, gerade am Anfang, wo ich angefangen habe mit Häkeln, waren die Sachen halt so, dass ich sie schrecklich gefunden habe. Und ich habe es dann aber im Stream gezeigt und gesagt, guck mal, das ist mein erster Versuch. Ne? Ist jetzt nicht so schön. Das waren total viele begeistert und hätten auch viele abgenommen. Aber ich habe gesagt, so im Leben nicht. Vorher hacke ich mir die Hand ab, bevor ich das so rausgebe. So das zweite, dritte wurde dann schon viel besser. Und dann sage ich so irgendwann so, oh ja, so will ich, dass es aussieht. Ja. So ist es, das ist toll. Und ich habe den alten trotzdem behalten. So, schaut euch an, ne, meine Anfänge. Aber ich hätte es niemals rausgegeben, wirklich. Sondern zeig es, aber es ist zu schlecht, um es wegzugeben zu jemandem anderen. Da würde ich mich schämen. Nee, dann mache ich lieber noch eins und noch eins und dann wird es besser und dann kriegst du es erst. Und das ist ja witzig, weil das bei diesem Internet-Content-Dings ist es halt so ein bisschen, ist das Zeigen ja oft selbst schon das Produkt. Also du hast ja nicht oft Content, der auch irgendwie ein physisches Produkt beinhaltet oder so. Das heißt, da ist dann mehr dieses schnell zeigen und dann es das nächste Mal besser machen, aber jedes Mal zeigen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wovon du redest, Dizzy. Ich kann das auch super gut verstehen. Also ich habe auch super den Qualitätsanspruch an mich selber, wenn ich was mache. Ja, und finde es super schwer. Also ich bewege mich ja auch in eine Richtung, in der ich irgendwie mal langsam, wie Dizzy treffend sagte, irgendwie auch ein bisschen Content und so weiter machen will. Aber ich denke aktuell, ja, viel drüber nach, was ich machen will, anstatt das schnell zu machen, was meine Art ist. Damit muss ich quasi klarkommen. Aber irgendwann muss man auch über die Grenze gehen, wo man sagt, ja, dann macht man halt mal irgendwie wann was. Ja. Und schnell ist am meisten, also schnell ist meistens am besten. Weil wenn du deine impulsive Entscheidung nicht 30 Mal überdenkst, dann machst du es erstmal. Und dann sammelst du deine Erfahrung. Also so ist zumindest meine Erfahrung. Ist so. Wenn ich Schnapsideen habe, dann setze ich einfach um. Ja. Wenn sie denn umsetzbar sind, sage ich mal so. Die Sache, die bei mir da dagegen hält, ist quasi die Self-Knowledge so. Das ist ein bisschen die Frage, wer bin ich und was mache ich und wie mache ich Dinge. Und ich habe schon immer viel nachgedacht. So, das sagen mir Leute, keine Ahnung, meine Tanten und meine Großeltern sagen so, ja, du hast halt rumgesessen in der Ecke und dich am noch nicht existierenden Bart gekrault so und halt in die Luft geguckt und gelesen und sowas so. Und das ist halt eine Verhaltensweise. Nur weil ich verstehe, dass man das anders macht, um Dinge vielleicht schnell umzusetzen, wird sich das nicht ändern. Und ich weiß aber auch von mir, dass ich irgendwann Sachen mache. Und also da, wo andere vielleicht was Langsames sehen, sehe ich mit Freude einen Reifeprozess. Und ja, wie gesagt, wenn ich keine Eile habe, dann gebe ich dem auch gerne die Zeit. Und keine Ahnung, ich habe auch schon Sachen schnell gemacht. Also glaub nicht, dass ich nicht irgendwelche vergangenen Gamescoms für Twitch unter Hochdruck organisiert habe. Und dann war ich auch immer so, und dann musste es aber halt dann raus. Und dann war das auch gut. Aber wenn ich die Chance habe, mal jetzt in meinem ganz eigenen Tempo Sachen zu machen, nehme ich mir auch die Zeit. Es macht mir auch Spaß, die Zeit zu nehmen. Ich fühle mich dabei auch so ein bisschen frech und bin so. Ja, ist es.
Das kann ich bestätigen. Könnt ihr denn gut unter, also könnt ihr gut in Crunch-Time arbeiten oder eher weniger? Also, Sali, für dich einfach, wie sagt man denn zu Deutsch, Crunch-Time? Druck? Überstunden, Druck, ja. Unter Druck? Ja. Oder Hochdruck. Ich funktioniere sehr, also ich habe früher sehr gut unter Druck funktioniert und fast auch nur unter Druck auch zur Hochleistung gekommen, weil ich ganz gerne, ich bin ein Gewohnheitstier. Und wenn es sich so eingepegelt hat, dann ist es so. Und ich, schön. Weißt du? Und wenn Druck gekommen ist von oben, habe ich eigentlich immer sehr gute Leistungen erbracht. Durch den Druck. Wenn der Druck nicht da ist, werde ich so ein bisschen lazy. Oh, Anglizismus, 3 Euro. 3 Euro. Oh, lazy ist gerade ganz schlimm bei mir. Wenn ich etwas faul. Du bist hip. Oder gemütlich. So, es ist. faul oder gemütlich. Hey, wenn man jung ist, ist man auch faul. Ja, in meinem Alter ist man gemütlich. So. Ja. Ja. Ich kann ganz gut mit Druck. Druck und Stress sind aber auch verschiedene Sachen. Also, ich habe gerade bei mir überlegt, warte, nee, Druck kann ich sehr gut. Ich finde, man muss das Richtige zu tun haben. Also, das ist für mich, wenn ich so quasi, wenn ich den Luxus habe, ein bisschen. Dann ist es halt, es muss halt das Richtige sein. Also, ich kann unter Druck was machen, aber wenn ich, also als ich bei Twitch angefangen habe, das ist meine einzige großartige, nee, vielleicht, ne, ich hatte meinen Aushilfsjob während meines gescheiterten Informatikstudiums. Und da habe ich beim Bewerbungsgespräch mich so verkauft, so von wegen, ja, ich studiere jetzt Informatik und ich werde sicher mit den nächsten Jahren viel besser. Ihr macht ein Investment in die Zukunft, so, wenn mich jetzt anstellt. Und da habe ich irgendwelche Server aufsetzen und ich war dafür keinen Meter qualifiziert. Und ich habe es auch nicht hinbekommen. Und ich habe es, die haben mir nicht viel Druck gemacht. Aber jedes Mal, wenn die mir gesagt haben, ja, mach das mal, dann war ich so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wohin ich gucken soll. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige für den Job bin, so ungefähr. Und die so, ja, du machst das schon. Habe ich nicht gemacht. Saß da viel rum, habe nichts gemacht. Das war nicht das Richtige zu tun. Das hat nicht funktioniert. Das Studium hat auch nicht funktioniert. Stattdessen saß ich zu Hause und habe auf Justin TV gestreamt. Das hat gut funktioniert. Also, so. Und gleich bei Twitch, als ich angefangen habe, wurde mir was gesagt, was ich tun soll. Und ich war so, das macht Sinn. Das ist das Richtige zu tun. Und dann gibt es auch manche Aufgaben, die dringender sind und manche, die nicht dringender sind. Und dann, jetzt also um die Frage zu beantworten, das geht schon. Aber wenn ich Druck habe bei einer Sache, die ich nicht machen will und auch nicht machen muss und die in meinem Kopf keinen Sinn macht, dann kann ich sie nicht machen. Was gefährlich ist. Also das ist mir manchmal am Ende auch bei Twitch passiert, wo ich nicht das Gefühl hatte, mehr am richtigen Ort zu sein oder so. Oder in irgendwelchen, zum Beispiel in dem Studium, das ich auch dann abgebrochen habe und so. Dann war es halt so, das müsste ich jetzt dringend machen. Checks out Reddit. So. Also, da gehören viele Faktoren zusammen. Aber klar, wenn Druck da ist für eine gute Sache, ja, let's go. So, lass uns machen. Telefon in die Hand, Tastatur in die Hand. In die eine, in die andere. Let's go. No. Jetzt hast du ja von deinem Studium erzählt. Wie ist denn so grob angerissen dein Werdegang? Also, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? In die Arbeitslosigkeit. Hey, das habe ich. Nee. Du bist angehender Entrepreneur. Yes, I like it. Siehst du? Das ist was anderes. I like it. Ja, ich habe. Ich wurde geboren 1991. Nein. Was? 91 bist du geboren? Ach, das weiß niemand. Ja, stimmt. Schade. Echt? Ist raus. Ja. Oh. Ey, weißt du, ich gehe halt mit dir immer um, als wenn du wirklich schon so in meinem Alter bist. Du bist immer so weise. Nee, du bist immer so weise. Ja, ich bin auch, wie sagt man das? Old Soul. Belesen? Hm. Eine alte Seele. Zeitmaschine. Nee, das ist was anderes. Das liegt an deinem Wohnort. Ja, kein Kommentar. Aus Datenschutzgründen.
Alter. Ich hab nach dem Abi studiert, und zwar Informatik, das war das Gescheiterte. Aber in der Zeit habe ich angefangen zu streamen, weil das war 2010 und da kam gerade StarCraft 2 raus. Und da hat mich mein liebster Freund Sebi, mit dem ich da in einer Band gespielt habe zu der Zeit, gesagt: Simon, wir müssen jetzt StarCraft spielen. Und Sebi hat dann solche Dinge, der hat auch gesagt: Simon, wir müssen jetzt Gitarre spielen, weil wir brauchen eine Band. Und dann war ich so: Okay, dann machen wir das jetzt halt. Simon, wir brauchen jetzt Gigs, organisier uns Gigs. Ja, okay, dann mache ich das halt. Simon, StarCraft ist jetzt draußen, das ist ein gutes Spiel und das spielen wir jetzt. Und da war ich erst so: Leave me alone, so. Ich habe Age of Empires gespielt, früher aber immer mit Pepperoni-Pizza und E gleich MC2 Trooper. Und Big Daddy, wer kennt es nicht? Ja. So. Und so habe ich auch immer gewonnen. Das war geil. Gegen den Computer auf leicht. Aber. Ja. Ja, aber Real-Time-Strategy, ey. Also ich habe StarCraft immer cool gefunden, aber spielen wollte ich das nicht und schon gar nicht im Internet. Aber das habe ich dann schon gemacht. Und dann habe ich auch immer halt Content geguckt. Und dann, da gab es so zwei große damals. Ich hoffe, es sind Leute im Chat, die sich daran erinnern. Es gab Husky StarCraft und HD StarCraft. Oder vielleicht erinnerst du, kennt ihr Ich das kenne, auch? ja, ich kenne die. Du ja. Sally nicht, ne? Nee. Ja. Aber das war doch auch schon Und die Zeit, wo Day 9 da war, oder? Day 9 war dann so das dritte, was ich entdeckt habe, wo ich war so: Wow, das geht auch in intelligent, yo! Und ja, dann bin ich auch sehr großer Day 9-Fan geworden. Day 9 hat mich so viel inspiriert zu so vielen Dingen. Jesus. War dann teilweise in Darmstadt, ich habe ja nicht ordentlich studiert, da habe ich studiert, aber nicht ordentlich. Übrigens können wir noch auf den Anglizismen-Count einen extra kriegen, danke. Ja. Läuft ja hoffentlich. Ja, wir sind schon bei 4 Und Euro. das ist jetzt schon mindestens ein Falafel. Jo, Schon ein bitte. richtiger Premium-Falafel ist das. Huiuiui. Die können wir heute Abend noch essen gehen. Baby. Bin in 4 Wochen da. Könnt ihr auch 4 Wochen noch warten? Wo bist du genau? Oder vielleicht. Wir sind noch alle in 4 Wochen in Berlin. Auf der Oh. TwitchCon. Wow, Ja. Die findet doch statt jetzt. Wusstet ihr ach, die das? findet statt. Ja, hast du dir das Ticket schon gekauft? Ich mir ja. Ja. Okay, fahr fort mit deinem Thema. Das ist gerade so interessant. Also weniger erfolgreich studiert. Ich hab diese Content Creator geguckt in StarCraft und das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, wo ich so auf YouTube in der Abo-Box war und ich war so: Wann kommt das neue Husky StarCraft-Video raus? Und später war ich dann um 4 Uhr nachts wach, um Day 9's Show live auf Ustream.tv zu gucken. Und das hat mich so inspiriert. Und was aber wirklich mich getriggert hat, war, dass HD StarCraft übel dumm war. Der hatte nämlich keine Ahnung und hat die ganze Zeit Sachen falsch gesagt. Dann sag ich so: Wenn der das kann, damit irgendwie 300.000 YouTube-Abonnenten hat, der Loser, dann kann ich das jetzt auch. Und dann habe ich geguckt, was brauche ich, um zu streamen? Und dann habe ich geguckt, irgendwie damals brauchte man VHRS Cap oder so und Flash Media Live Encoder und so weiter. Und dann habe ich von meinem 4 zu 3 Monitor ich sag mal, ich hatte eine 1 Megabyte Upline und dann habe ich so 650 benutzt, um zu streamen. 650 KB per Second. Richtig kacke aus, aber beim zweiten Mal und auf Ustream TV wohlgemerkt. Beim zweiten Mal streamen hatte ich 1000 Zuschauer, weil ich irgend so ein Match von Sen gecastet habe. Das war so ein Spieler aus Taiwan. Und dann waren die alle im Chat und haben so Mandarin geschrieben. Und ich war so: Hello guys, I don't understand you, but hello. Und dann waren die so: Hello. Und dann war ich so: Wow, das funktioniert ja. Ja, und dann habe ich montags um 18 Uhr, wo ich eigentlich eine Vorlesung hatte, immer so einen StarCraft Cup gecastet und so weiter und so fort. Und das war cool. Und da habe ich voll die geilen Leute kennengelernt. Und das waren die ersten Leute, die damals bei Twitch angefangen haben. Oder noch bei Justin TV Gaming sogar. Und Twitch hat
Justin TV Gaming, die haben damals, ich habe mich dann mit ein paar anderen Leuten zusammengeschlossen, die haben uns damals noch akquiriert. Die waren so, also nicht gekauft, aber waren halt so, ey, wollt ihr nicht auf Justin TV streamen? Und wir waren so, ja, okay, wenn es besser ist als Ustream. Zwischenzeitlich waren wir sogar auf Own3D. Oh! Also, das waren die Streaming-Plattform-Wars, als sie noch ernstzunehmend waren. Heutzutage, ja, Twitch das einzig Wahre, offensichtlich. Naja, ich habe auf der Gamescom 2011 einen der Twitch-Chefs kennengelernt. Und ich war so, ey, ich will auf jeden Fall für euch arbeiten. Ich finde Twitch so nice. Die Legende besagt sogar, dass ich das erste Mal, das erste Like auf der Twitch-Facebook-Page war. Das ist eine Legende, die ich gerne erzähle. Stimmt auch wirklich, in meiner Erinnerung zumindest. Dann ist es wahr. Ja, und der war so, ja, was kannst du? Und ich war so, ja, eigentlich nichts. Also, ich war so 20, hatte irgendwie lange Haare, wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Lange Haare, um zu unterstreichen, dass ich ein Zausel war. Ich habe es jetzt durch den Bart ersetzt. Und dann war der so, ja, dann melde dich einfach, wenn du weißt, was du machen willst. Und dann habe ich dieses Studium abgebrochen, was anderes studiert. Online-Medienmanagement in Stuttgart. Alles mit so dem Gedanken, ich will was in E-Sports machen. Ich will vielleicht sogar für Twitch arbeiten. Dann musste ich ein Praktikum machen. Dann habe ich Kevin geschrieben, hi, ich habe jetzt was Ordentliches studiert und ich könnte jetzt legitim für euch arbeiten. Und dann hatte ich einen Monat später einen Job bei Twitch. And the rest is history. Das war viel rumprobieren und so. Und irgendwie, ja, der Nase folgen, den Reifeprozess den zulassen. Wie lange hast du jetzt gearbeitet bei Twitch? 5 Jahre? 4,5. Eine Legende besagt übrigens, dass du einen sehr attraktiven, gut aussehenden Typ als ersten deutschen Partner hattest. Ja, das war dieser Nils. Der hatte damals auch noch fast so einen guten Bart wie ich jetzt. Nee, den hattest du erst später, oder? Den hatte ich da. Den hast du da, ja. Der hatte so ein Piraten-Image und saß in seinem Zimmer. Mit dem Wäscheständer? Mit dem Wäscheständer, mit dem Hintergrund. Und einer Dachschräge, richtig? Ja, ja. Die hast du jetzt ja auch ein bisschen. Ja, mir wurde gesagt, hey, guck mal, du kannst doch Deutsch. Guck mal, wer so in Deutschland streamt. Und wenn die gut sind, dann gib denen Partnership. Das war so mein erster Job. Und ich glaube, auf dich bin ich am ersten Tag gestoßen. Das war schön. Witzig ist sogar, dass Leute noch hier sind, die dabei waren, als du das erste Mal im Chat warst. Und ich dich entmodden wollte. Ja, Herr Zielinski, der gerade Mod ist. Der war auch da. Halt's Maul, das ist ja krass. Ja. Das ist ja mega krass. Man muss dazu sagen, es gab früher noch kein Staff-Symbol, sondern Staffs waren Mods. Sicher? Ja. Sicher, ja. Du hattest bei mir einen Mod und ich konnte den Mod ja nicht wegnehmen. Weil ich gedacht habe, irgendeiner hat die Channel übernommen und ich wollte dir das Mod-Schwert wegnehmen. Da warst du doch mit deinem SC2-Namen drin hier. Jewel SC2. Ja. Ja, witzig. Witzig. War das echt so? Ja. Wird so sein. Krass. Weil ich weiß, dass manche Leute IRC als Chat benutzt haben, so. Ja. Und dass du da halt den Unterschied nicht so siehst. Genau. Aber okay, krass, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, und ich wollte dich halt die ganze Zeit entmodden und dann hast du halt auch irgendwie, glaube ich, gelacht und hast mir dann eine E-Mail geschrieben. wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Ja, ich übernehme jetzt deinen Channel oder sowas in dem Dreh war das. Lol, nein, ja, nicht. Doch, du hast mich dann irgendwie so ein bisschen veräppelt und irgendwann habe ich mir, dann warst du halt irgendwann weg? Also du bist einfach verschwunden, hast dich tschüss gesagt, gar nicht, du warst einfach weg und dann habe ich halt eine E-Mail gekriegt von dir. Okay, sehr gut. Ja, das waren echt glorreiche Zeiten, weil das war so geil. Ich hatte auch mal eine Zeit lang in meiner Twitch-Bio drin. Ja, ich habe auf jeden Fall auf dicke Hose gemacht, ey. Ich hatte mal eine Zeit lang in meiner Twitch-Bio drinne. If I show up in your chat, it's probably a good sign. So, bevor ich irgendwelche Leute bannen musste und so. Aber das war halt eigentlich immer so, wenn ich einen Kanal ausgecheckt habe, so, dann
also wenn die dann was gerissen haben in der nächsten Zeit, dann habe ich die halt gepaart und so. Das war mein Job. So. Und damals war ja auch, war der, also heutzutage ist es natürlich so, dass super viele Partner, also Partnership-Applications quasi reinkommen. Und damals war aber das, die Balance noch andersrum. Damals war ich eher auf der Suche, weil die Wahrnehmung noch nicht so hoch war, dass man ja Partner werden konnte und bla bla bla. Das war damals ja nicht so etabliert. Und deswegen konnte ich immer gut Leuten was Gutes tun. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Mann, ey, das war echt faszinierend. Das war so ein Moment. Das war so ähnlich wie mit diesem Twitch-Stream oder Ustream-Stream, den ich zu mir... Es war so, wow, ich kann das machen und es funktioniert und das ist irgendwie gut. Und das war so, wenn man ein Kid ist und sich ein bisschen nutzlos fühlt und nicht weiß, was für eine Rolle man in der Welt nimmt, so, das ist das krasseste Gefühl, ey. Ich kann das nicht, für mich war das nicht so... Zu der Zeit. Wie war das für dich derzeit? Komisch. Unwichtig irgendwie. Es ist, ich habe ja so, ich, für mich sind solche Dinge immer unwichtig. Irgendwie. Wie meinst du unwichtig? Na, ich habe da nicht, also ich habe das jetzt nicht zelebriert wie andere so, oder wenn man jetzt irgendeinen Goal knackt oder so, das ist einfach, ich weiß, ich, keine Ahnung, ich würde mal fast sagen, bei uns war das sehr emotionslos damals. Ja, no shit. Ja. HC Dizzy. Ja, aber, okay, das stimmt wirklich. Es ist ja, halt, ist ja auch okay. Nee, du hast ja recht. Also es ist ja heute immer noch so. Aber wenn du zurückblickst, hast du dann so ein, also hat das für dich eine Bedeutung? Also ja, würdest du sagen so, wow, aber ab da hat sich schon alles geändert oder? Ja, es war mehr Geld auf dem Konto. Es war mehr, ja, Geld auf dem Konto. Leute hatten irgendwie Lust, das zu unterstützen. Und man konnte halt Emotes haben und so ein Zeug alles. Na klar, hat sich viel geändert. Also ich kann dir von meiner Sicht nochmal sagen, ich habe oft, also ich hatte in einer Sekunde jedes Streamer-Dashboard auf dem Schirm. Ne? Und ich konnte mal gucken, wie viele Subs, wie läuft's. Und es gab so ein paar Leute, die habe ich regelmäßig ausgecheckt, weil ich sie halt in meiner Following-Sidebar gesehen habe. Und du hast dazugehört und das... Eine Zeit lang war das dann so immer so, was weiß ich, 100 Subs, 200 Subs, keine Ahnung. Aber das habe ich dir dann auch irgendwann mal erzählt, aber das war schon so, ich habe immer geguckt und es war irgendwie jedes Mal ein bisschen mehr. Und irgendwann habe ich so gesehen, was weiß ich, wie viele Viewer du zu der Zeit hattest, 400 oder so. Mhm. Dann hast du auf einmal mehr Subs als Viewer. Und ich war so, fuck, das hatte bis dahin nur Stay. Stay war eine starke Anomalie ganz früher, dass er mehr Subs als Viewer hatte. Das war so, holy shit, wer bist du? Das ist heute übrigens wieder andersrum, ne? Ja? Ja. Heute ist es wieder, aber nur ganz knapp, aber heute ist es andersrum. Das war damals Stay 400 Viewer und 400 Subs und ich war so, holy fuck, who's that guy? Und ja, und da, ich habe immer dein Wachstum gesehen und für mich war das super bedeutsam. Das war so, that's my guy. So, wie nice ist das? Weil ich aber auch, das hat aber auch was mit deinem Dings, mit deiner Einstellung dazu zu tun, weil du halt immer so, du hast es halt als Selbstverständlichkeit gemacht. Du hast halt keinen Rummel drum gemacht. Und ich war so, Mann, ey, harte Arbeit zahlt sich aus. Das hätte ich jetzt übrigens auch auf Englisch sagen können. Sehr gut. Ja, mach doch. Ich meine, hey, die Anglizismenkasse, die füllt sich auf. Du hast eben schon wieder einen rausgekommen, wir sind bei 5. Ah. Ja, nee, aber das war, also für mich war das bedeutsam. Für mich war dein Erfolg immer so ein Ding von, that's my guy. So, das ist nice. Das finde ich super. Also für mich hat sich das, wir haben ja dadurch ein relativ gute, ich meine, überleg mal, wann haben wir jetzt das wirklich intensiv mal miteinander gesprochen? Das war, glaube ich, vorletztes Jahr, als wir beide Frühstück essen waren. In Pimlico. Ja. Bei Pimlico Fresh. Piu. Großartiges nice. Frühstück. Ja. Auf Twitch hat bezahlt. Ich habe mir alles gegönnt. 3 Gänge. Ja, war nice. Und danach bin ich zum Flughafen gefahren. Aber da haben wir uns, glaube ich, das allererste Mal richtig gesprochen.
Ja, ich kann mich noch an irgendein anderes Telefonat erinnern, was wir mal im. Sorry, Sally, wegen der Bromance jetzt gerade, ne? Kein Also, Problem. gut. Schmerzfrei. Wir haben ein paar Mal telefoniert so, aber da haben wir halt ja, ein bisschen ernsthaft, ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Smalltalk. zum Punkt. Oh. Nicht so lange her. Nee. Nee, stimmt. Ich dachte, du meinst gerade was anderes. Nee, ja. ja. Okay. Hast du nicht Sali auch verpartnert? Ich glaube schon. Kann er sich nicht mehr dran erinnern. Ich war eine von vielen. Da waren auf einmal so viele meine Inbox voll mit schönen Frauen, die irgendwie streamen wollten. Ihr wisst ja, Twitch, schöne Frauen, ist einfach so eine Sache. Ich bin auch noch nicht so lange Partner. Irgendjemand hat mich dir empfohlen. Warst du das auch, Dizzy? Also ich kann mich an deine Nein. Partnership. Ja, Ich habe damit nichts zu tun. okay. Nee, ich kann mich an deinen Namen erinnern in Verbindung mit, hey, guck doch mal nach der. Und dann, keine Ahnung, habe ich dich, glaube ich, einmal abgelehnt und gesagt, hey, mach noch mal, dreh noch mal eine Runde. Habe ich ja zu vielen gesagt. Ist das so, oder? Ja. Was ist das auf deinem Mist gewachsen? Melde dich in 6 Wochen nochmal. Ja. Classic, melde dich in Das 6 Wochen. dein Ernst? Ich weiß gar nicht In mehr, was. 6 Wochen? Was soll sich in 6 Wochen ändern? Aber ich habe Gas gegeben Ey, in den das hat sechs bei Wochen. so Und nach vielen 6 Wochen habe ich Leuten. geschrieben, alter Falter, ich Ja. sollte mich nach 6 Wochen melden und ich bin hier. Tada! Ja. Ey, das hat bei vielen Leuten wahre Wunder gewirkt. Das Ehrliche so sieht gut aus. So, jetzt gib mal Gas. So, zeig mal. Das hat in so vielen Fällen funktioniert. Und bei denen, wo es nicht funktioniert hat. Und vor allem war es ein brillanter Move, um Aufgeber rauszufiltern. Die Leute, die dann gesagt haben, leck mich, ich drehe keine Runde für dich, dann war ich so, ist nicht für mich, ist für dich. Aber dann leck dich doch selber. Dann leck dich doch selber. Ja. Ja, das war schön. Das war schön. Das habe ich Zwei sehr Jahre oft her. gehört von Leuten, dass diese E-Mail zurückkam. Der Das Druck. war das beste Zeichen. Das war das Hey. So. Lass es einmal darauf ankommen Habe ich und damals nicht dann gewusst. hast du für immer Partnership. Das ist ja diese Sache. Das ist ja so ein Forever-Ding. Das ist ja, warum jetzt irgendwie das Drama diesbezüglich kam und so, weil es halt ja nie rückgängig gemacht wird. Das heißt. Oh doch, das kann aber auch rückgängig gemacht werden. Ja, okay, wollen wir jetzt dahin? Nee, wollen wir nicht, aber ich möchte nur sagen, es kann auch sein, dass das weggeht, das Ding. Ja. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Wie waren jetzt die Zeit für dich, die 5 Jahre? Also ich meine, du hast ja selbst gesagt, du warst, glaube ich, sehr viel in London auch und Hast da gelebt, nicht wahr? Ich habe da gelebt, ja. Ja, ich habe es gerade, wie mir erzählt, so. Also ich hatte in meinem ersten Jahr in London 5 Wohnungen oder so. Alle scheiße. Alles irgendwie, also massiv desorientiert. Ich war halt 22. Ich wusste nicht. London, hartes Pflaster, hatte kein Geld. Also ich meine, Deutschland hat nicht von Tag 1 an gut bezahlt. Ich war im ersten halben Jahr ein Praktikant quasi. War mega hart eigentlich. Also es war immer ein ganz klares Opfer, das gebracht werden musste. Twitch zu arbeiten war für mich das Ding. Das war mein Ziel. Deswegen habe ich studiert. Deswegen habe ich meinen Studiengang gewechselt. Das hatte für mich massive Bedeutung. Das war das, was ich machen wollte. Ich habe dafür, was weiß ich, eine Beziehung hinter mir gelassen und bla bla bla. Also das war für mich, das muss ich machen. So, das war mein Selbstverwirklichungs- und auch Karrieremove. Und das erste Jahr war richtig hart eigentlich, aber ich habe es nie so wahrgenommen. Selbst wenn ich jetzt sage, dass es hart war, weil ich kann Vergangenheit Simon angucken und war so, what the fuck did you do? So auf irgendwelchen Couches gepennt, in irgendwelchen Studentenwohnheimen gepennt, bla bla bla. Wirklich so. Aber ich finde es jetzt, also wenn ich
es mir aus dritter Person angucke, bin ich so, das war de facto hart. Wenn ich selber nachfühle, war es so, nee, das war einfach so, das war okay. Danach ist es, hat sich ein bisschen eingependelt. Aber ja, und dann war es irgendwie okay. Und dann hatte ich auch eine Zeit, wo sich das wie zu Hause angefühlt hat. Twitch war immer gut. Twitch war immer saufordernd, sau belohnend, Leute wie euch kennenzulernen, das Gefühl haben, Leuten wie euch was Gutes tun zu können. Und mit Leuten wie euch meine ich halt nicht 2 und auch nicht 20, sondern halt 200 Leute, die bei mir über den Tisch gegangen sind sozusagen, im besten Sinne, wie man das verstehen kann. Manche näher, manche ferner im Beziehungssinne. Aber ich habe es eigentlich immer mit allen gut gemeint und es war einfach eine tolle, tolle Aufgabe, das machen zu können. So, und das hat halt diese zwei Komponenten, das nach außen zeigende mit Partnern und the guy zu sein, so Twitch-Guy Deutschland und auch das Innere, wo halt auch super viele brillante Leute unterwegs waren und sind bei Twitch, die mir super viel beigebracht haben, die teilweise Freunde geworden sind, wo ich nach San Francisco reisen konnte. In San Francisco wohnt auch mein Onkel und der zu der Zeit auch seine Familie vergrößert, sag ich mal. Und das war ein super brillantes Zusammenspiel, da auch meine Familie über den Teich sehen zu können und sowas. Es waren lauter brillante Sachen. Das war so insgesamt meine Zeit, die war brillant. Wolltest du immer wieder zurück nach Deutschland? War es für dich gar nicht so, du möchtest vielleicht in London oder in England bleiben? Nee, ich habe eh ein kleines Zuhause-Problem. Also ich bin als Kind irgendwann mal umgezogen und ich habe das Gefühl, dass mir das so einen Sinn fürs Zuhause genommen hat, den ich eigentlich aber ein bisschen jage und versuche zurückzuerlangen. Das war mir damals nicht so bewusst, aber irgendwann habe ich es gemerkt, so in London, hier bin ich niemand, hier komme ich nicht voran, hier herrscht keine Bedeutung für mich. Und zwischenzeitlich hat das funktioniert. Ich hatte auch meine Freundin in London und das war so, aber das ist dann auch daran zerbrochen, weil ich konnte dann auch nicht sagen, ja, lass uns was mehr sein als nur gute Freunde, weil ich halt keine Zukunftsperspektive da hatte. Also eigentlich ganz klar nein. Also ich wollte da nie zu Hause sein. Abgefahren, dann warst du ja eigentlich immer nur mehr oder weniger auf Reisen. Mega in der Luft. Mega in der Luft. Ja. Ist so. Und ich konnte viel nach Deutschland kommen, auf Beruf. Und das ist auch großes Danke an Twitch, so, weil es immer ich konnte problemlos nach Hause, ich konnte es problemlos mit Business Trips verbinden. Ich habe da viel, ich sag mal, Geld gespart, was brillant war. Es hat super auch zusammengepasst. Und ich konnte mir ja natürlich, ich habe mir natürlich auch ein Netzwerk in Deutschland aufgebaut an Personen, was super wertvoll ist. Also du musst ein Unternehmen immer daran messen, wenn du selber nicht gerade eine Büroarbeiter 500 bist, sondern du halt auch ein bisschen einen Führungsanspruch hast oder einen Karriereanspruch oder einen selbstständigen Gründeranspruch, dann willst du ein Unternehmen auch immer daran messen, welche Möglichkeit es dir gibt, dein Netzwerk auszubauen. Wenn du 3 Jahre wo arbeitest und du kennst danach nicht mehr Leute, die dich an weitere bessere Orte bringen, wenn du diesen Anspruch hast, dann ist es nicht gut. Und das war halt sehr gut. So, ich habe super das Netzwerk. Wenn ich jetzt einen Job haben will, dann hole ich mir einen Job. So, dann sage ich, hey, ich würde gerne für euch arbeiten. Ich kann das, das und das. Und dann würde das gehen. So, das ist voll der geile Luxus. Und das hat mir auch Twitch die Position da ermöglicht. Ich bin nicht da ausgerastet. Aber im Prinzip waren die Füße schon immer in der Luft, wie du sagst.
deswegen quasi jetzt auch dieses, ja, verzeih mir langsame, dass du jetzt quasi zu Hause ankommst, oder wie? Wie gesagt, ich werte dieses langsam überhaupt nicht, weil es ist so. Und wie du sagst, es ist das, was ich will. Das ist gut. Ja, das ich ist möchte, richtig. Ich möchte dir nicht auf die Füße treten damit. Alles gut. Also alles schon gut. Gar nicht hier. Privat, ja. Nee, ja. Ich suche nach der Erde so ein bisschen. Also die Füße, die in der Luft waren, wollen die Erde haben und die wollen die auch sicher fühlen. Wie ist es denn jetzt, auf der anderen Seite zu sein? Also, du kannst ja jetzt uns nicht mehr beobachten. Du musst ja jetzt, wie wir, was machen. Oder möchtest was machen, je nachdem, wie du es formulieren möchtest. Wie ist das für dich, mal auf der anderen Seite zu sein? Kannst du ein bisschen sagen, was du mit anderer Seite meinst? Na, jetzt der Creator zu sein. Nicht derjenige, der Creator betreut, sondern selber ein Creator zu sein. Also, ich glaube, ich kann das so, ich fühle das nicht so. Ich fühle mich nicht auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe eh schon in meinen letzten Jahren viel abgegeben an Flips. Und ich habe die Rolle quasi eh schon langsam abgegeben. Das heißt, es war nicht so auf einmal so, zack, jetzt bist du auf der anderen Seite. Und ich fühle mich auch noch nicht als Creator. Ich create ja nicht. Also vielleicht create ich ein bisschen, aber ich teile es ja auch noch nicht und so weiter. Und dein Gedicht war jetzt nicht schlecht. Aber, also... Gesundheit. Danke, Verzeihung. Gesundheit. So wie es jetzt ist, fühlt sich's gut an. Mir ist da keiner drauf abgegangen, dass ich jetzt gucken konnte, wie viele Subs und wie viele Werbeeinnahmen ihr habt. Ich habe es gerne nachgeguckt, weil es mich für die Leute gefreut hat. Vor allem dann, wenn es gut lief. Aber, und also, die Sache ist die, jetzt, mich kann jetzt immer noch jeder anrufen, der gerne mit mir reden will als Person. Ich glaube, die Leute, aber das weiß irgendwie niemand so richtig. Weil ich glaube, da hat schon meine auch mein Jobtitel ein bisschen dazu gehört. Und ich muss dazu sagen, ich war gegen Ende aber auch überhaupt nicht gut erreichbar. Also ich habe diese Rolle auch so ein bisschen abgelegt, gut erreichbar zu sein. Wo ich es halt am Anfang super stark gemacht habe, habe ich es gegen Ende praktisch gar nicht gemacht, was mir super leid tut. Weil das war eigentlich das Beste, was ich gemacht habe für Leute, fand ich. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Aber ich glaube, meine größten Erfolge habe ich in einem halbstündigen Phone-Call gemacht. Indem ich mit dir über dich, deinen Stream und was dich sonst interessiert, geredet habe. Und eigentlich müsste ich das auch jetzt wieder mehr machen. Vielleicht habe ich dazu ein oder zwei Ideen. So viel dazu. Ja. Montag telefonieren wir also, ja? Gerne, ruf mich jederzeit an. Halbe Stunde, ich tue es kurz in meinen Kalender. Nee, ich kann Montag nicht. Aber die... Also, es wurde mir auch zu viel gegen Ende. Also, weil ich konnte nicht mehr jedem das bieten. Und dann sind wir wieder beim Leute gleich behandeln, wie wir es vor einer Stunde von hatten. Mhm. Und dann ist es so, dann will ich es irgendwie nicht so je. Oder dann gab es Leute, die halt besondere Aufmerksamkeit bedurften. Key Clients nennt man das im Business-Sprech. Und dann redest du aber auf einmal nur noch mit 5 Leuten und gehst tiefer. Aber das hat mir nie so... Ich fand es immer besser, immer neue Leute kennenzulernen. Immer, wer bist du? Was machst du? Was findest du gut? Ja, und das... ja, und da bin ich dann auch in eine Identitätskrise ein bisschen natürlich gekommen. Weil ich das nicht mehr so machen konnte. Und dann wusste ich nicht mehr so richtig, wer ich bin. Leute wussten nicht mehr, wer ich bin. Also, ne? Du hast ja eine Erwartung an andere Leute. Was kann dieser Dude für mich tun? Wer ist diese Lady und was ist ihre Expertise? So. Und das wurde, also meine Rolle hat sich de facto geändert, aber es wurde nie öffentlich ordentlich kommuniziert. Das war dann sehr schwierig. Nun. Das war jetzt ganz schön harter Tobak. Mhm.
Aber das ist, glaube ich, das sieht immer am Ende gar keiner. Und das finde ich das Interessante, was man da eigentlich alles wegwirft. Und alle denken immer nur, du bist dieser coole Dude, mit dem man telefonieren konnte. Ich habe dich übrigens nie angerufen. Genau aus diesen Gründen. Das war auch relativ effektiv, weil dann war ich so, ja, aber ich will mit dir telefonieren. Und dann bin ich auf dich zugekommen. Das war gut gespielt. Mangel. Hochgepokert! Yeah. Ah. Ja, also ich finde das nicht harter Tobak übrigens. Ich finde das eigentlich ganz menschlich und normal. Und ich glaube, das Interessante ist halt, dass halt da eine super menschliche Komponente mitschwingt, die weiß ich nicht, bei jeder Person, in jedem Job, jeder Person Punkt mitschwingt. Aber Identitätskrise ist doch schon harter Tobak. Ja. Also ich sag mal, wenn du selber gerade nicht so richtig weißt, wer du bist, ist das, glaube ich, nicht so einfach. Ist es auch nicht. Aber haben das nicht sau viele Leute die ganze Zeit? Naja, wenn du dich durch deinen Beruf identifizierst, dann passiert das halt, wenn so viel sich ändert und du damit nicht mehr glücklich und zufrieden bist und das eben nicht mehr das ist, womit du dich identifizieren willst. Das ist klar. Alter, das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Was? wenn ich morgen aufstehe und sage, ja, kein Bock, ist nicht mehr so mein Ding. Ich glaub, nee, das kommt ja peu à peu. Na, und das häuft sich und häuft sich und häuft sich und dann irgendwann, also so gehöre ich dazu, ich kann, irgendwann ist es dann zu viel und dann fängt es an, dass es in mir anfängt zu brodeln und so und dann denke ich mir so, ist das, wo ich hingekommen bin? Nein. Gefällt mir das noch? Eigentlich nicht. Kann ich mich damit arrangieren? Will ich mich damit arrangieren? Nein. Und dann packe ich meine Koffer und gehe. So habe ich das, ich bin aus einer Schaustellerfamilie, ich war nie irgendwo verwurzelt. Wenn es mir irgendwo nicht mehr gefallen hat, dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen, weil ich nie verwurzelt war. Egal, was ich getan habe, ich habe gewusst, ich kriege sofort wieder Arbeit. Ich habe kein Problem, egal wo. Und das war etwas, was meine Eltern mir eingebläut haben. Kind, du kannst überall arbeiten. Auf der ganzen Welt. Du musst nicht da bleiben, wo du bist. Wenn du damit nicht zufrieden und glücklich bist, packst du deine Sachen und gehst. Wenn du noch Hilfe brauchst dazwischen, machst du eine Station bei uns und dann machst du weiter. Aber ich hatte immer diesen Rückhalt meiner Familie, dass sie mir das eingebläut haben. So, und ich habe erst vor 2 Tagen zu Stefan gesagt, hey Schatz, mit dir? Ja, wir haben uns ja so Mitte, Ende 20 erst kennengelernt, sage ich, aber mit dir habe ich viele erste Male. Ich war zum Beispiel noch nie, ich bin jetzt 10 Jahre in dieser Wohnung. War früher, das habe ich nicht gekannt. Ich war fast 2-3 Jahre mal in einer Wohnung zu sein, war für mich schon viel. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin wieder gegangen. Es sind so sesshaft, so stetiges, aber wenn irgendetwas hier nicht mehr passen würde, ich bin ja in die Schweiz ausgewandert und das ist wegen dem Geld damals schon, man hat einfach in der Schweiz besser verdient. Aber wenn jetzt hier irgendetwas passieren würde, so, und es wäre nicht mehr so. Wir hätten nicht mehr unseren Lebensstandard und wären hier nicht mehr glücklich. Alter Falter, ich habe meine 5 Katzen so schnell eingepackt und bin in einem anderen Land. So schnell können die gar nicht, kann keiner A sagen. Ah. Weil mein Zuhause ist da, wo mein Mann und ich bin oder wo die Arbeit ist. Das war immer für uns so. Aber das ist eben Erziehungssache, ne? Darum, ich habe das Gefühl, dass Simon so stark nach Wurzeln. Dieser Umzug, wo du vorhin gesagt hast, dass dir das vielleicht nicht gut getan hat. Ich habe das eben gar nicht. So, mir kannst du ein Zelt irgendwo hinstellen, wenn ich da gut arbeiten kann. Alles in Ordnung, ich wohne hier. Das ist mein Zuhause. Und ja, ich fühle mich dann auch zu Hause. Also ich fühle mich wirklich wohl da dann. Es ist nicht, dass ich das Gefühl hätte, oh nee. Ja, ja. Ich kann das auch. Ich verstehe das sehr gut. Was du sagst. Und ich hatte das auch, ich hatte auch dieses Mindset, dieses, ich muss jetzt vor allem gucken, dass ich das Richtige mache, wo das ist, war mir erstmal egal, weil ich hatte auch keinerlei Wurzeln.
Aber vielleicht ist der Unterschied, dass ich dann gemerkt habe, ich hätte aber vielleicht gerne welche, weil ich halt auch einen Sinn für Familie und so entwickelt habe. Aber das vielleicht, aber ansonsten bin ich da schon sehr ähnlich. Und wie gesagt, ich konnte auch dieses erste London-Jahr, was echt absurd war mit 5 Wohnungen, da kriegst du ja einen Koller. Und auch keine geilen Wohnungen, also bei weitem nicht. Das wurde halt gemacht. So. Hat ein bisschen Geld gekostet, hat ein bisschen genervt, aber ist mir kein Bein von abgefallen, so ungefähr. Also die Fähigkeit habe ich, und das ist immer so der Unterschied zwischen, was hast du als Fähigkeit, also was kannst du theoretisch und wie weit kannst du dich auch pushen, aber was ist das, was in dir ist? Was brauchst du aus dir raus? Und vielleicht haben wir die gleiche Fähigkeit, aber der Unterschied ist, ich habe für mich gemerkt, dass ich wahrscheinlich etwas mehr Boden und Zuhause brauche oder so. Circa. Und wir sind ja von Identitätskrise draufgekommen. Also so wie du es jetzt gesagt hast, diese Identitätskrise ist natürlich auch ein bisschen hart, hartes Wort. Identitätshinterfragung vielleicht oder Unsicherheit. Und das ist interessant, also ich fand deine Reaktion darauf sehr interessant, weil ich hatte das Gefühl, ich hatte das dauernd. Ich hatte das Gefühl, ich hatte schon irgendwie 4 Identitäten und so. Und natürlich bin ich darunter immer ich selber. Und es gibt Leute, die kennen mich durch all die Zeiten. Aber ich konnte mich schon immer gut in so Gesamtdinger einfügen. So, ich war mal Metal-Simon und Band-Simon. StarCraft-Simon. StarCraft-Simon, kein Scheiß. Ustream-Simon. Da war ich Twitch-Simon. Ja. Und jetzt bin ich hier, schreibe Gedichte auf einer Schreibmaschine, Simon. Hinfort mit euch. Aber es ist cool, sich so einer Sache ganz hinzugeben und sich damit auch zu identifizieren. Und ich glaube, ich musste das auch machen, sonst hätte ich es so nicht machen können. Ich glaube, ich hätte das so nicht machen können, wie ich es gemacht habe, wenn ich es nicht mit ganzem Herzen gemacht hätte. Es gibt jetzt in der späteren Generation der Twitch-Partnerschaftsmanager, nicht unbedingt in Deutschland, auch in anderen Ländern sind ja manche Leute später gekommen, die es halt viel mehr als Beruf sehen und ganz klar Beruf und Privat trennen und zeitig aus dem Office gehen und so weiter. Bei denen siehst du es, die sagen dann ja, keine Ahnung, auf die Leute, ich mache, was ich muss für die, aber ich gehe nicht tiefer rein oder so. Bei mir war es halt immer mit ganzer Kraft. So, wenn ich mit dir am Telefon war, um das aufzugreifen, war das halt so, ich wollte wirklich wissen, was bei dir abgeht. Auch weil das mein Job war und weil das super effektiv war, um Leute von Twitch zu überzeugen, wenn da jemand ist von Twitch, der ihnen echt zuhört und sich echt interessiert. Aber ich wollte es auch wirklich wissen, sonst hätte es mir auch keiner abgenommen. Schauspielerisches Talent. Apropos schauspielerisches Talent, das ist hier im Podcast eine sehr unmoralische Frage, aber ich habe so viel Tee getrunken, ich muss echt aufs Klo und ich sitze hier schon nervös rum. Darf man sowas hier? Ja, wir können ganz kurz, wenn ihr möchtet, wir haben da was vorbereitet für euch. Ich würde super gerne eine Pause machen heute, in der Tat. Simon, es ist schön, dass du diese Überleitung in den Pausescreen herbeiführst. Es ist kurz Pause, bis gleich. Thank you.
Meine Damen und Herren, willkommen zurück aus der Pause. Aha! Was für eine schöne Pausenlala. Ein bisschen laut am Anfang, muss ich sagen. Sorry. Da war das Fahrstuhlgedränge, da bin ich außerdem mit dem Arsch gegen den Lautstärkeregler gekommen. Das war dann doch etwas bisschen laut, der Verzeihung. Aber wir waren ja auch ein, zwei mehr da drin. Ein, zwei mehr. Nun, schön. Wie war's? Ich hoffe, wir sind bereit mit euren Pionierblasen. Deine Pionierblase? Ich bin bereit. Ich bin so tiefenentspannt, wie ich schon lange nicht mehr war. Du bist doch eigentlich ein German Guy so. Du trinkst doch auch German Bier, oder? Ich trinke auch mal ein Bier, ja. Ja, aber warum hast du so eine Pionierblase? Ja, hast du mich schon mal Bier trinken sehen? Also ich renne nach jedem Bier. Echt? Alter, nach jedem zweiten, Sally, jetzt. Also, okay, also wenn wir mit dir auf dem Oktoberfest nicht viel anzufangen, ne? Dann wärst du die ganze Zeit, den halben Zeit wärst du entweder hin zum Klo oder zurück auf dem Weg. Ja, aber es ist doch so lustig beim aufs Klo gehen, da trifft man doch die Madeln. Die am Kotzen sind, wo du noch Haare halten kannst. Oder Schürze. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe dich noch nie Bier trinken sehen. Wir waren einmal zusammen im Brauhaus. Dingsi, ne? Im Augustiner am Magischen Markt. Ja. Und da hast sogar du einen Radler getrunken. Du lebst ja gerade in Berlin, ne? Das darf man ja sagen. Bist aber nicht von da. Das stimmt. Und wo bist denn du? Haha, das ist ja eine Frage, die ich habe ich schon länger nicht mehr gehört. Mensch. Alles Content. Ich bin aus Hildesheim. In der Nähe von Hildesheim. Wo ist das? Ich bin genau genommen aus Eizum. Das kann ich gerne sagen. Eizum, 1000 Bewohner und auch Kühe. Und jetzt die Kühe 1000 oder extra? Ich wollte gerade fragen, da zieht es dich nicht wieder hin zurück, aber okay, das verstehe ich. Die zählen in die 1000 rein, die Kühe, die da auch sind. Das ist in der Nähe von Hannover, ist das alles. Und da war es sehr schön. Ich bin sehr gerne auf dem Land groß geworden. Mhm. Ich hatte eine behütete, unbescholtene Kindheit. Doch schon immer einen Schalk im Nacken. Und warum Berlin? Ich musste ja mir ein Zuhause suchen nach London. Und ich hatte, wie gesagt, also alle meine Freunde, wir sind auch umtriebig aus Uni und so weiter. Also und dann war ich so, ja, wo gehe ich denn dann hin? Nicht? Und Selbstständigkeit war auch schon immer im Kopf. Und Berlin ist natürlich für Game-Szene brillant. Aber ich mag auch einfach Berlin gerne. Der Lifestyle ist auf jeden Fall da. Es ist die einzige nennenswert internationale und irgendwie coole Stadt in Deutschland. Oh, jetzt Shotsfeier. Ja, also es sollen keine Shots sein. Also die Wahrheit hat ja nichts mit Shots zu tun. Ja, und natürlich ist Berlin halt auch einfach so eine brillante Stadt. Ich habe mich auch irgendwann mal in Berlin verliebt. Da war ich als Roadie von einer Band mit hier. Und da waren wir irgendwie um 6 Uhr morgens am Ostkreuz und ein Späti hatte auf und wir haben uns eine Schokomilch geholt. Und die Sonne hat auf der dreckigen Straße sich in den Pfützen wieder gespiegelt. Und ich war so, ich mag das hier. Naja, und dann habe ich halt während meiner... Gerade wie ein Songtext. Von Fox. Ich setze mich kurz an die Schreibmaschine. Mhm. Und dann waren da... der nächste konnte das tak, 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 tak. Dann... Und ich war ja viel in Deutschland. Von Twitch her. Und ich war am meisten in Berlin. Manchmal auch in Köln, Gamescom, und da waren auch ein paar Partner, aber Berlin war einfach irgendwie immer Hochburg. Oh. Und dann war auch die Frage, wo tun wir das deutsche Twitch-Office hin? Für Partnerships. War dann auch Berlin die Antwort. Und als ich umgezogen bin, war ich ja noch bei Twitch. Und das hat also alles gut gepasst. Ja, und ich bin sehr froh hier. Ich habe das Gefühl, hier kann ich eine Weile bleiben. Hm. Ich fühle mich hier sehr heimisch. Ja. Das hört sich gut an. Aber was machst du denn, wenn du einen Familienplan hast? Was meinst du, was mache ich dann? Ja, willst du denn raus aufs Land wieder oder bist du jetzt wirklich sässig Großstadtboy? Also ich bin
Oh, Anglizismus. Am Freitag. Ja, in die Kasse. Da geht dann eigentlich mein Betrag runter, wenn du auch welche benutzt? Nee, 7 oder? Euro, wir legen zusammen. Ah, okay, top. Und dann teilen wir das nachher auf. Nice, nice. Falafel für alle. Nicht for everyone, wohlgemerkt. Habe ich mir extra verkniffen. Ich bin am Freitagmorgen aus dem Haus gegangen, um mit einem Kumpel schwimmen zu gehen. Und ich mache die Haustür auf und es macht so Pock. Und ich bin so, was ist das? Und dann gucke ich nach unten und dann liegt mir halt ein Besoffener vor den Füßen. Und dann war ich so, entschuldigen Sie, ich würde gerne mitsamt meinem Fahrrad mein Hause nun verlassen und würde es ungern über Ihr Gesicht schleifen. Wären Sie so gut und stünden Sie auf dass ich Ihnen nicht die Nase kitzle mit meinem Hinterreifen. Und dann fängt der Typ an, wacht tatsächlich auf, sieht halt übel vercrackt aus, sieht nicht gut aus, hat definitiv zu viel Let's Farm Together gespielt. Und fängt so an, Military-Style auf mich zuzurobben, also falsche Richtung. Und halt wie so ein, kennt ihr, habt ihr schon mal so Zombie-Spiele gespielt? Ja, ja. Alter, wie so ein Zombie, der dann so an dein Bein nagt oder so. Und dann war ich so, nee, Alter, falsche Richtung. Und er so, das ist wirklich ein Zombie. Und dann fällt er so, versucht er so aufzustehen und fällt sofort wieder um. Also ist vielleicht so ein Drittel hochgekommen und fällt so in die Ecke von der Tür, aber innen. Und ich war so, scheiße, ich bin schon zu spät und jetzt muss ich diesen Crackpenner aus meinem Haus rauskriegen. Und dann habe ich so gesagt, hey, Dude, so, ich helfe dir hoch, aber du musst so bitte aus meinem Haus raus, ne? So höflich, wie man mit einem Crackpenner-Zombie reden kann. Der hat so nach außen geschielt schon. Und ich glaube, das war nicht der Standardzustand. Und dann war ich so, ja, dann meine Hand ist verletzt. Hat gestimmt, seine Hand hat irgendwie geblutet. War ich so, ja, gibst du mir die andere? Und hat er so quasi den Finger gehoben und war so, weißt du, was ich in meinem Speed gemacht habe? Ah, in den Arsch gesteckt. Und dann war ich so, gut. Okay. Dann habe ich ihm hochgeholfen mit der anderen Hand. Und dann habe ich ihn gebeten, so bitte gehe nun aus meinem Hause heraus, du Derwisch. Und dann hat er mich angepöbelt und hat sich irgendwie mir in den Weg gestellt und so ein Scheiß. Und ich dachte, ich wollte schwimmen gehen, nicht irgendeinen Crack Speed im Arsch Penner auf die Fresse hauen. In meinem eigenen Haus. Und das ist die Antwort auf die Frage, ob ich meine Kinder in Berlin großziehen will. Und die Antwort lautet nein. Weil ich hätte in dem Moment auch meine Tochter sein können, die ich zum Brötchen holen, nur die Ecke gegenüber schicken gehabt hätte. Und ja. Das ist so, nee, scheiße, nee. Ich habe übrigens das Ende der Geschichte war, dass ich, musste irgendwie mein Fahrrad fallen lassen und so, und dann habe ich ihn so leicht geschoben und weil er so besoffen war, musste er diese Richtung einnehmen und ist dann richtig weit getorkelt und die Richtung war zum Glück nach draußen. Und dann war ich so, haha, und dann habe ich so schnell die Tür zugemacht. Und dann habe ich die Bullen gerufen. Habe ich noch nie gemacht übrigens, die Bullen gerufen. Das erste Mal. Die Polizei, entschuldigen Sie. Sagt man hier in Berlin so. Und dann habe ich so 5 Minuten gewartet, weil der hat draußen gepöbelt. Und dann habe ich so rausgeguckt. Und geguckt, ob die Luft rein ist. Und dann saß er da so rechts auf der Fensterbank und hat ein Liedchen gepfiffen. Und ich war so, das Absurdeste, was ich hier gesehen habe. Und dann bin ich schnell weggeradelt. Ja, das ist meine Geschichte vom Crackpenner. Ich nenne ihn David. Bist du dann Goliath? Dann hätte er ja gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Vielleicht, man kann Geschichte auch umschreiben. Ja, also mich stört das nicht. Ich finde das eher lustig. Ist ja auch eine gute Story.
Aber nee, also meine Kinderchen. Noch habe ich ja keine. Hat seine Zeit. Eben. Bist ja noch jung. Bin noch jung. Aber ich habe echt so eine, also meine Ideal-Dingsy-Vorstellung ist so, irgendwie schönes großes Haus, schöner großer Garten, bisschen Gemüse selber anbauen, viele Bücher, viele Musikinstrumente Und Kinder. und viele Kinder und viele Schon. Frauen. Ach nee, ich meine, nur eine, natürlich. Nee, Machst du eine Sekte auf, oder? ich stream das alles auf Twitch, wie man eine Sekte aufmacht. Ja, Tutorial stream. mit den Tos kennst du dich ja am besten aus. Ja. Immer schön schlüpfrig durch. Aber Sektenverhalten ist tatsächlich nicht geduldet, ne? Ein sektenartiges Verhalten, das ist ein expliziter Punkt in den Tos. Echt? Ihr lacht. Nee, ist wirklich so. Echt Ich jetzt? lache nicht. Sekten halt? Ehrlich? Ja. Ja, Sekten- oder kultartiges Verhalten ist verboten. Tja, Freunde der Sonne, dann ist Meme-Spam jetzt vorbei. Es ist Ja. nämlich, Zugriff, Leute, Zugriff. Bitte jetzt keine Memes spammen. Das wäre gut, wenn ihr jetzt keine Memes spammen würdet. Nee, also wirklich gar keine, bitte. Überhaupt nicht. Auch nicht, vor allem nicht in den Chat. Keine Nee. Memes, keine Emotes. Am besten gar nichts sagen. Ja. Dizzy war vorhin nicht da, als ich erzählt habe. Ich habe mich super vorbereitet auf dieses Gespräch. Ich war nicht da. Ja, du warst da Ach nicht da. so, Ich habe ja. das Simon erzählt. Ich habe bei Google eingegeben, interessante Fragen, die man stellen kann, und habe, glaube ich, den ersten Link angeklickt, wo die Du musst fünfte Frage in Rot, was? Du musst? dazu sagen, dass Ja. ich Simon alle Sachen nicht fragen kann, weil ich Simon halt persönlich sehr gut kenne und wir persönlich auch viel zu tun haben miteinander und alles würde unsere Identität aufdecken. Und dann wüsstet ihr, dass wir für ein KGB arbeiten, dass wir beim MI6 sind und lauter solche Sachen. Deswegen können wir darüber Ja. nicht reden. Und da habe ich zu Sali gesagt, Sali, wir müssen irgendwie aus diesem Thema Twitch raus. Wir müssen was anderes machen. So, und jetzt Also, der Zusammenhang? ja, der Zusammenhang ist, dass die erste, also die Frage Nummer 5, die ist in Rot. Die heißt, hilft Sex deiner Meinung nach gegen Kopfschmerzen? Hab ich dann gemerkt, ups, ich glaube, das ist nicht der richtige Frage. Katalog, den ich mir da rausgesucht habe. Aber hier, ich fand 13, was tust du leidenschaftlich gerne, fand ich dann doch wieder sehr passend. Ich glaube, es ist lustige Fragen zum Kennenlernen. Ja, Können wir die ja. Sexfrage noch mal kurz aufgreifen? Es ist fast Frühling. Nein, ich glaube, du tust alles sehr leidenschaftlich, oder? Ach so, das mit dem Sex. Ja. Saxophon spielen und so. Ich glaube, du Ja, bist ein Mensch, sag, der immer mit sag. sehr viel Leidenschaft an die Sachen rangeht, oder? Ja. Entschuldigung, hey, ich versuche das Ganze mal professionell zu retten. Ja. Nee, also ich gehe mit so viel Leidenschaft an alles ran, wie an meine Podcast-Antworten. Ja. Also ich kann die Frage auch kurz, also das mit dem Sex und Kopfschmerzen, wenn euch irgendjemand versucht zu erklären, dass er oder sie Kopfschmerzen hat und deswegen keinen Bock hat, so, ist halt einfach gelogen. Die Person findet euch dann nicht geil, geht mal trainieren oder so. Oder was auch immer die Geilheit klar, also konstituiert. Das ist das eine. Was mache ich leidenschaftlich gerne? Der Witz ist jetzt auch recycelt, aber ich nehme das so. Leuten beim Kopfschmerzen von Kopfschmerzen heilen. Der ist nicht recycelt, der passt sehr gut. Ja, fahre Besser, fort. weil wir den heute schon hatten, als du nicht da Ich kann keinen Witz zweimal machen warst. Ich mit find's straightem Face, aber damit ihr es auch alle nochmal hört. großartig. Ich mache viele Dinge leidenschaftlich. Aber es müssen die richtigen Dinge sein. Ich wiederhole mich. Und das ist das, wo, also, nicht immer einfach. Aber gerade fühle ich mich, gerade komme ich auch in den Flow wieder rein. Aber hat schon seine paar Monate gebraucht. Aber war auch gut okay. Das ist aber auch normal, dass das ein paar Monate braucht. Safe. Verlierst du dich manchmal in Dingen, wo du Oh. denkst du am Anfang so, ja, Leidenschaft, und dann so irgendwann so, vielleicht doch nicht. Also das Ja, ist. also ich habe mir das abgewöhnt, irgendwie leidenschaftlich, sage ich jetzt, zu leidenschaftlich irgendwelche Sachen anzufangen.
Ich habe mir das nicht ganz abgewöhnt, aber es ist ein bisschen gefährlich. Man kann sich durchaus verrennen. Ich kann mich durchaus verrennen. Hast du jemanden, der dir dann auf den Kopf haut? So, der Nee. dir sagt so. Ja, also ich habe einen ganz okayen Self-Check inzwischen. Okay. Ja. Nee, ich bin tatsächlich sehr gewöhnt, auf mich allein gestellt zu sein. Und versuche mich da irgendwie selber so gut ich kann zu managen, aber mal auf den Kopf hauen hilft auf jeden Fall. Aber ich merke, dass es auch seine Grenzen hat, dass ich viel wirklich mit mir selber ausmachen muss. Ich verrenne mich in Konversationen, in Leuten und in Dingen, die ich lesen kann. Also, wenn ich, und in Videospielen natürlich auch, wobei das mich nicht mehr so catcht, aber wenn ich irgendwie anfange, irgendwas Gutes zu lesen oder über irgendwas zu lesen, das interessiert mich wirklich und das mir gerade super wichtig. Dann folge ich halt ein paar Twitter-Accounts, lese ein Buch dazu und dann sind nicht immer so hilfreiche Topics. Naja, vielleicht auch schon. Das sind oft so menschliche Sachen, halt so Psychologie, Identität, bla bla bla, von dem wir es auch hatten. Was ich aber eigentlich gut finde. Also ich halte das eigentlich für ein sinniges Tool. Weil das heißt, immer was mich interessiert, werde ich mir irgendwie reinknallen. Bis es nicht mehr geht, so ungefähr. Und dann weiß ich mehr darüber. Und dann kann ich mich ans nächste schwingen. So funktioniert das meistens. Ich hoffe, du liegst nicht später irgendwann vor meinem Haus mit deinem Speed im Arsch und ich muss dich wegschieben, weil du dich darin verloren hast irgendwie. Nee, also Druck, also, aber ist natürlich ein ernsthaftes Thema, ne? Also ist Ja. eine ernsthafte Gefahr. Das muss man früh managen, wenn man irgendwie auch mal eine Runde feiern gehen möchte. Muss man. Was? Was? Ey, wärst du in der Nähe vom Berghain gewesen, hätten sie ihm die Hose rausgezogen. Ja, und mal gesucht. Ja, eben. Dann hätte es erstmal eine Leibesvisitation gegeben. Oh Mann, ey. Eine Leins-Visitation. Das auch. Hey, kann ich eigentlich Geld aus der Kasse zurückgewinnen, wenn ich gute Wortwitze mache? Auf Nein. Deutsch wohlgemerkt? Nein. Nein. Du kannst hier Sympathiepunkte sammeln. Das kannst du Aha. machen. Also. Davon habe ich nicht genug. Ich gucke kurz auf mein Sympathiekonto. Sollte gut gedeckt sein. Ein, zwei Punkte habe ich. Ein, zwei. Ein bis zwei. Hast du für dieses Jahr irgendwas noch geplant? Oder Ja. lässt du dich momentan, ja? Oder Eher lasse ich mich treiben. momentan eher Eher treiben? treiben. So, hast du dir eine eigene Deadline gesetzt? So. Jetzt ist genug getrieben, jetzt muss ich anfangen zu schwimmen oder lässt du dir einfach wirklich gerade so viel Raum oder hast du dir schon so viel Raum gelassen, um zu sagen, okay, jetzt. Erster Dritter. Ey, das musst du denn aber auch erklären, warum es so lustig ist. Ja, Dizzy hat mir mal einen abgetreten und Dizzy war so, wir machen dir jetzt einen Plan. Und das war brillant und ich bin dir sehr dankbar dafür und es hat mich wirklich nach vorne gebracht. Aber das war so ungefähr erster, zweiter so und wir haben gesagt, im ersten, dritten steht dein Projekt, was du machst. Wäre das nicht eine Idee? Und dann war ich so, ja, das ist eine gute Idee. Ziehen wir mal drauf ab. Ja, es ist der 17.3., es hat vorne und hinten nicht geklappt, natürlich. Ist auch okay. Im Sinne, wie wir bereits besprochen haben. Aber das war der Joke. Bin gerade dabei. Ich bin ab 15.4. ungefähr selbstständig. Dann kann ich sinnvolle Dinge tun, für die auch Geld verlangen, rechtlich gesehen, legal. Bis dahin ordne ich noch meine Dinge aus der Vergangenheit ein bisschen. So, Steuern und sowas mit UK, Hickhack ohne Ende. Glaubst du? Und hol mir ein bisschen Equipment und plane meine Dinge und so. Ja, und dann
geht das schon los, was ich machen will. Aber ich habe keine harte Deadline. Aber ich merke, wie der Bock kommt. Und den brauche ich eigentlich. Weil ich kann mich aktuell nicht mit irgendeiner Deadline begeistern, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt sie ja nicht. Das ist dann halt eine ausgemalte Deadline. Kann die gerne eine machen. Du kannst mir wieder eine machen und dann kriege ich vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit dazu und so. Ich komme dann aber auch zur Deadline zu dir nach Hause und dann mache ich dir wirklich eine Deadline. Oh Gott, was heißt es jetzt Ja, auf Deutsch? dann kriegst du einen am Ballon geballert. Kannst du es nochmal ohne Anglizismen sagen? Wieso an den Kopf geballert ist doch kein Anglizismus. Was ist mit dir denn? Wo ist denn das ein Anglizismus? Das ist doch feinstes German. I am troll. I troll you. Okay. Du willst nur, dass die Kasse voller wird, dass wir nachher ins Steakhouse gehen oder so eine Scheiße und keine Falafel essen. Sieh, guck, 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 guck. Da ist er. Ja, gut essen kann ich gut. Ja, also, ne? Alles. Ey, guck mal, Leute. Zeit ist der Luxus überhaupt. Wer hat denn heutzutage Zeit? Ja, ich bin gerade Zeitmillionär. Ich kann ein Jahr leben, wenn ich will. Das ist aber schön gesagt. Ich bin gerade Zeitmillionär, finde ich ja richtig hübsch. Muss ich Credit aber für geben? Ist ein Buch im Club der Zeitmillionäre. Ist ein gutes Buch. Ich habe mich, als ich gemerkt, also ich habe mich irgendwann gefragt, was mache ich hier eigentlich? Irgendwann 2016, 17. Was mache ich hier eigentlich? Und wozu führt das? Und es hat irgendwann halt identitätsmäßig, wie wir besprochen haben, dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, das hat keine tiefere Bedeutung mehr, was ich mache. Mein ursprünglicher Job hier irgendwie den Weg für deutsche Streamer zu ebnen, der ist getan. Was ist jetzt mein Job? Ich weiß es nicht genau. Und das heißt, die Realität war dann nur, ich sitze viel in einem Office, in einem Land, in einem Ort, die mir nicht gut gefallen. Und das Office gefällt mir auch nicht. Und ich habe nicht die Leute, die ich liebe, um mich rum und bla bla bla. Dann war ich so, ja, wo sind denn hier die Prioritäten? Also warum machst du es denn dann? Dann war ich so, ja gut, das gibt dir Geld und das ist so gut. Wie viel Geld hast du denn? Mal geguckt und das ist so, ja. Wenn du dann und dann reinhaust und so weiter sparst, dann hast du genug, um ein Jahr klarzukommen, sag ich mal grob. Welcher Lebensstandard und so das jetzt ist, sei mal dahingestellt. Eine Schreibmaschine kann ich mir leisten. Und dann habe ich mich halt gefragt, und da habe ich viel über Zeit und Geld nachgedacht. Was ist Geld und was ist Zeit und was bedeuten die? Und die meisten Leute tauschen den ganzen Tag ihre ganze Zeit gegen Geld. Und wenn sie Glück haben, haben sie dann noch sehr wertvolle Zeit mit ihrer Familie und vielleicht sogar Zeit, um sich ein bisschen zu bewegen und was für ihre Gesundheit zu tun. Oder, und vielleicht sogar was für ihre Seele und mal ein Gedicht zu schreiben, keine Ahnung. Aber die meisten Leute tauschen ihre ganze Zeit nur gegen Geld, um es dann wieder auszugeben, um es gegen mehr Geld zu tauschen. Zeit, Geld, Zeit. Und das ist doch Schwachsinn. Und viele Leute, nicht die meisten, aber viele Leute haben das Glück, dass der Weg, also auf dem sie ihre Zeit verbringen, um damit Geld zu generieren, ein schöner Weg ist, der ihnen im Prinzip gut gefällt. So cool, ihr habt einen, so cool, gut für euch. Zum Beispiel viele Streamer sind so. Aber selbst viele Streamer haben kein Internet. Was? Du hast dann Leck gehabt. Wow, was war das? Kannst du, Doch, du das. bist bei vielen Streamern stehen geblieben. Ja. Viele Streamer haben auch kein Gleichgewicht. Wer kennt es nicht? Schreiben auf Twitter, ihnen geht's nicht gut, bla bla bla. Sind gestresst von irgendwelchen DHL-Paketboten. Das Internet geht mal wie ein normales Die Streamer-Leben. sind So. gestresst von DHL-Paketboten. Wenn sie die nicht immer behandelt würden wie Scheiße, dann wären sie davon auch nicht Ja, gestresst. wer kennt ihn nicht? Also selbst wenn du einen Traumjob hast, selbst wenn du deine Zeit, mit der du dein Geld generierst, also deine Zeit, die du gegen Geld eintauschst, gut verbringst für deine Verhältnisse und du nicht, keine Ahnung, Laster auf dir selbst ziehst, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, kann das auch immer noch zu viel sein.
unter dem Aspekt, darüber habe ich viel gelesen, viel nachgedacht und dann dachte ich mir, ich muss mir jetzt mal den Tausch andersrum machen und das von mir ersparte Geld gegen Zeit eintauschen. Und das mache ich gerade. Und klar will ich wieder irgendwas machen, was sinnvoll ist, aber der geile Luxus ist, es nicht machen zu müssen. Noch. Geld geht irgendwann alle. Aber solange man das kann, den Teufel werde ich tun, mir irgendwelche Deadlines zu setzen oder setzen zu lassen. Aber das ist eine wichtige Sache. Also ich glaube, das muss man auch wirklich so pragmatisch sehen. Ich glaube, das sehen viele Leute nicht so. Dass sie ihre Zeit gegen Geld tauschen. Und wenn du, es gibt darüber lauter Literatur und jeder, der irgendwie da ein bisschen hinter den Vorhang geguckt hat, wird das sagen, dass wenn die Leute auf dem Sterbebett liegen und sie, sag ich mal, einen Bereuen haben, dann bereuen sie immer nicht mehr Zeit mit den Leuten, die sie lieben und den Dingen, die sie lieben, verbracht zu haben, sondern zu viel Zeit mit irgendeiner Scheiße und irgendeiner Arbeit, die nichts Größeres im Sinn hatte. Und mein Ziel ist es, das nicht zu tun. Ein gutes Leben zu leben, das genau das nicht beinhaltet. Und vielleicht haben andere Leute einen niedrigeren Anspruch als ich und ich bin da super greedy, aber ich bin da super greedy und ich habe Lust, da so wenig Kompromisse wie möglich einzugehen. Ja, und so viel Zeit mit guten Leuten und guten Dingen und Dingen, die mir Spaß machen, zu verbringen. No deadlines. War schön mit dir, Simon. Der Kontakt ist hiermit abgebrochen. Wie siehst du denn das? Ich? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin glücklich. Aber ich bin auch ein, was heißt ich bin? Keine Ahnung. Ich bin ein Workhorse. Ich mag nicht Zeit so. Ich nutze halt alles effektiv, so gut ich kann. Ich habe aber auch so Zeiten, wo ich Leute treffe. Mehr auf jeden Fall. Das merke ich auch für den sozialen Akku. So nenne ich den gerne. Aber ich bin Workhorse. Also ich gehe später ins Bett mit einem Grinsen im Gesicht und sage, jo, ich habe mir einen Buckelkrumm gemacht. Ja, super, dann hast du ja deine Zeit gut eingesetzt. Ja, also ganz ehrlich, vielleicht, ich habe so, da gibt's ja so ganz witzige Sprüche. Ich glaube irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Großer bin oder irgendwie ein Entrepreneur oder irgend sowas in die Richtung, das nicht. Aber bei den Leuten, wenn irgendwann große Chefs in Urlaub gehen, die sterben im Urlaub. Und ich habe immer, also mein Gedankengang dazu ist immer, ey, solange du oben immer was erreichen willst, macht dein Körper das auch noch mit. Also natürlich, wenn du ihn nicht komplett runterwirtschaftest, so. Aber an dem Punkt bin ich halt, wo ich sage, ey, ich will einfach was machen, so. Ich will Dinge kreieren, ich möchte Spaß haben, ich will Sachen ausprobieren und das so viel, wie es geht, so. Ich sitze auch nicht mehr zu Hause vor dem Bildschirm und starre da sinnlos rein. Das mache ich auch schon lange nicht mehr. Und, wenn ich mir überlege, ich habe letzte Woche nachts um 1:30 Plätzchen gebacken, weil mir einfach danach war. Und ich hab letztens um 1:45 in der Nacht mein Badezimmer geputzt, weil es ging nicht anders. Und es war witzig. Jeder hat gelacht darüber. Und es war halt, für mich ist das einfach so, ich nutze die Zeit, die ich habe, vielleicht nicht immer ganz effektiv, aber ich mache das, worauf ich Bock habe. Manchmal mache ich auch Sachen, worauf ich keinen Bock habe. Sowas wie Papierkram und Steuern und so eine Scheiße. Aber das gehört auch dazu. Aber ich möchte, und das ist auch das, was ich festgestellt habe, so aktuell in meinem Lebensstil, ich möchte arbeiten. Und zwar noch und nöcher. Also bis ich wirklich nicht mehr möchte. Weil das hier irgendwas ist, was für mich ein Traum ist. Ich muss mich natürlich nebenbei immer selber noch finden. Also da kommt dann nicht die Existenzkrise, die Identitätskrise zwischendurch, weil das einfach so ein Lernprozess ist, den man durchgeht. Aber ansonsten, boah, nee,
ich will nicht mehr, ich möchte gar nicht mehr Zeit mit solchen Dingen verbringen. So, ich bin 3-4 Mal die Woche mit Leuten unterwegs, so. Ich habe, ich lese jeden Tag Menschen. Ich habe keinen Bock auf Menschen abends, weil die mir dann auf den Sack gehen. Ich habe Freunde, die das verstehen. Da muss ich nicht den Pausenclown spielen. Das ist alles cool so. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Hund, eine Frau und ein Haus und ein Baum im Garten. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Und ich würde gerne mit 40 ein Haus bauen. Und zwar bar. Nice. Das ist ein sehr gutes Ding, auf das man hinarbeiten kann. Mich ist das ein bisschen, dadurch, wo ich herkomme, habe ich schon als Kind gearbeitet. Das war ganz normal in der Familie. Also meine Großeltern hatten einen Schimpansenzirkus zum Beispiel und bin sehr früh mit diesem Tier. Also ich habe sehr früh angefangen, im eigenen Geschäft zu arbeiten. Das war ganz normal. Ob ich jetzt Kautschuk, also Akrobatik gearbeitet habe. Im Winter, wenn wir keine Plätze hatten, dann haben wir in Schulen und in großen Hallen haben wir angefragt, in Altersheimen, ob wir dort auftreten dürfen. Also für mich ist es ganz normal zu arbeiten. Und ich habe immer hart gearbeitet. Dann 18 geworden bin, habe ich mich selbstständig gemacht und habe 10 Jahre durchgeballert. Also ich habe 6 bis 7 Tage die Woche gearbeitet und ich hatte ein tolles Leben. Also ich habe super, super viel Geld verdient und es ging mir sehr, sehr gut. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und das, was ich jetzt gerade tue, das ist ein Zitat von Karl Lagerfeld, aber es passt perfekt zu meiner Situation, finde ich. Es ist am Fließband stehen, das Arbeiten. Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund. Und das ist es wirklich für mich. Für mich ist Streamen, ich bin nicht die große Moderatorin und die große Unterhalterin. Das war ich nie in meinen Streams, sondern kann die Leute einfach mitnehmen und teilhaben lassen an dem, was ich gerade mache und darüber quatschen. Und ich habe mir das die ganzen Jahre so behalten können. Und habe trotzdem noch Erfolg. So, also es ist, mein größter Traum, der mir aber ermöglicht wird durch meinen Mann, der einfach gut verdient. Und der gesagt hat, Frau, was willst du machen? Willst du das machen? Geht es dir dann besser? Es ging mir eine Zeit lang nicht so gut. Da haben wir einfach, es war halt privat und es ging nicht gut. Und er hat sich Sorgen gemacht und hat alles dafür getan, dass es mir besser geht. Das willst du machen, Frau? Mach das. Und er hat das nie so abgetan, wie das vielleicht eine Spielerei ist. So was, du willst jetzt im Internet da die Videospiele spielen? Sondern mein Mann war immer 100% hinter mir. Egal, ich weiß nicht, was er darüber gedacht hat, aber Schatz, gute Idee, mach das. Was brauchst du? Du möchtest noch einen Bildschirm haben. Kriegen wir hin, ist kein Problem. Kriegst du noch einen Bildschirm. Hier, ich mach dir das alles schön. Mein Mann ist Elektriker. Ich mach dir die Kabel hinten. Alles toll. Das sieht toll aus. Und das ist das größte Glück, was man haben kann. Ganz ehrlich, das, was ich momentan mache, macht mich nur glücklich. Und ich werde oft gefragt, ist das alles, was du dir erwartest vom Leben? Und ich muss sagen, ich hab schon so viel gehabt und ich bin froh, gerade da zu sein, wo ich bin. Ich bin zufrieden und ich strebe gar nicht nach so viel mehr momentan, weil es für mich, ich bin so zufrieden. Ich habe eine tolle Ehe, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe meine Tiere und ich habe das Tollste. Ich sitze die ganze Zeit da und ich spiele Videospiele und ich spiele einzelne Spiele so lange, dass sie allen Leuten aus den Ohren rauskommen, nur um meine Achievements zu holen. Und das kann ich teilen und das feiern andere mit. Vielleicht eine kleine Gruppe, aber es ist für mich das Ultimative. Und was in 10 Jahren ist, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich das so toll, dass ich in 10 Jahren nur noch häkel vor der Kamera. Ich dir doch damals, vor 14 Jahren, als du doch Simon mich dann doch endlich nach 6 Wochen in das Partnerprogramm geholt habt. Ich bleib für immer hier. Also es ist so, ich bin absolut zufrieden. Ich überlege oft, geht mehr? Willst du mehr? Und dann müsste ich Abstriche von dem machen, was ich gerade habe. Von meiner Zeit. Ich sage auch, Stream ist nicht schwer. Du kannst den Stream einfach anmachen. Es frisst nur unglaublich viel Zeit. Es läuft so viel Zeit da rein. Und wenn du es ein bisschen professioneller machen möchtest, dann ist halt auch nach dem Stream und vor dem Stream, es läuft so viel Zeit da rein. Das ist das Einzige. Aber ich tue es gern. Und
ich finde es auch nie verkehrt, nach Hilfe zu fragen. So andere Leute, die einem dann unter die Arme greifen können, um Zeit zu ersparen. Wie zum Beispiel jetzt mein Mod-Team, was mir sehr viel Zeit freischaufelt. Die sagen dann, komm, wir schneiden dein Zeug, dann gehst du halt jetzt zum Sport. Das sind solche Sachen, das schätze ich sehr. Das macht mich dann sehr glücklich und sage ich, oh, Zeitgewinn, toll. Aber ich liebe das, was ich mache und können mir auch für die nächsten Jahre gerade nichts anderes vorstellen. Ich will mir nichts anderes vorstellen, weil ich damit unglaublich happy bin. Das ist so schön zu hören. Ja. Das ist so wunderschön. Und das ist witzig, weil es ist, sind ja andere Worte für die gleiche Sache, wo ich sage, ich will gerade einfach nur Zeit haben, rumzudümpeln, was das ist, was ich will. Wo du sagst, ich will meine, wie hast du es genannt? Warte. Freizeitgestaltung mit Arbeitshintergrund, richtig? Wo ich das mache, das macht dich glücklich. Und wo sie sagt, ich will Ochsen, ist alles quasi, also bei euch beiden geht es um die gleiche Sache, nur zum Beispiel aus einem anderen Blickwinkel oder mit einem anderen Wort beschrieben. Ist doch brillant. Mit einem anderen gewünschten Outcome auch. Vielleicht beim einen mehr Erfolg, auch finanzieller Erfolg. Bei der anderen Person mehr Zugehörigkeit, Community und positive Freizeitgestaltung. Hey, ich lege auch sehr viel Wert auf meine Community, ja. Und ich mag sie sehr, sehr gerne. Hier geht es nicht nur um Geld, ja. Das Geld muss sich natürlich auch erarbeitet werden, also. Ne? Ja. Wollte da nicht abkürzen. Aha. Aber das ist halt wichtig, dass man weiß, welches Wort man dafür benutzen sollte, damit es einen glücklich macht. Auch das Wort, das man dafür benutzt. Wenn es für den einen Arbeit ist und für die andere Person Freizeit. Also ist doch brillant. Ist doch schön. Ich umgebe mich gerne mit Leuten, die ihre Zeit gut verbringen. Ich sage immer nur Arbeit, weil ich auch immer gesagt habe, das ist keine Arbeit. Und dann wurde ich angemeckert. Gerügt. Ja, da wurde ich immer angemeckert. Nee, das ist Arbeit. Und dann, ich kann mir nicht vorstellen, von wem. Von dir? Nee. Ach so, ja, doch. Ja, genau von dem, ja. Und dann musste ich immer sagen, es ist Arbeit. Das ist genauso, wie ich immer sage, ich gehe nicht in Urlaub, so, weil, jetzt muss ich auch mal sagen, ich gehe in Urlaub, wenn ich jetzt, weiß ich nicht mal, nach London fliege oder so. Das ist ja dann auch Urlaub. Ne? Weil ich sage immer, wann warst du das letzte Mal Urlaub? Da sage ich, ja, pff. Obwohl, nee, warte, es war genau andersrum. Ich habe immer gesagt, das ist Arbeit und jetzt muss ich sagen Urlaub. Weil zum Beispiel der IRL-Trip mit E-Guy, da habe ich immer gesagt, das ist kein Urlaub, das ist Arbeit. Genau, und da muss ich jetzt Urlaub sagen. Wer schreibt mir das alles vor? Ja, da gibt es noch einen anderen Qualitätspodcast und da gibt es immer solche Gespräche. Ich bin gerade völlig durcheinander, aber das geht immer hin und her, weil ich sage dann, nee, das ist Arbeit. So, ich arbeite, fertig, bums. Und irgendwann kommt dann so, nee, das ist Urlaub und dann geht das immer hin und her. Ich bin ganz wirr. Meine Gefühlswelt ist komplett durcheinander. Ich bin doch nur ein einfacher Mann. Es gibt nur Bockwurst und Schnitzel. Und das heißt entweder arbeiten oder schlafen, fertig. Mehr kann ich nicht. Da ist kein Platz in meinem Spatzenhirn für mehr. Man muss das einfach differenzieren. Fertig. Einfach binär. Ganz genau. 0-1. Schwarz-Weiß. Bier, Wasser. Ja. Bogger, Brot. Bogger, Brot. Richtig. Geil. Da gibt es keine Avocado oder Hummus oder so eine Scheiße. Wer isst sowas überhaupt? Hipster Quatsch. Echt? Hui Deivel, wenn das morgens auf meinem Frühstückstisch stehen würde, würde ich mir erstmal richtig schön Hackepeter aus Brot spielen. Den ich übrigens selber zum Frühstück mitbringe. Mad. Oh, nice. Ich sehe im Chat ein Herbert Grönemeyer-Zitat. Wo denn? Was denn? Ja, Männer, oder? Ist doch Herbert Grönemeyer. Achso, ja. Ich liebe Herbert Grönemeyer. Ja, das ist gut. Ja. Der hat auch übrigens, nicht zu vergessen, nicht nur ein Lied über Männer und Zärtlichkeit gemacht, sondern auch, kommst du vor der Schicht? Was Schöneres gibt es nicht als Currywurst. Auch sehr wichtig. Ich bin da gerade, ich könnte eigentlich hiernach noch eine Currywurst essen gehen. Ich hab ja, geh doch. Ja, ich muss morgen früh aufstehen. Ganz früh. Richtig früh.
Um das zu arbeiten, das ist ja Montag. Nee, morgen fahre ich mal, hab Quality Time, ich fahre zu meinen Großeltern. Das ist schön. Ausnahmsweise. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja, Familie finde ich sehr wichtig. Ich habe angefangen, sehr gierig meine Großeltern anzurufen, ob der nicht wenigen, aber immerhin schon mehr offensichtlich limitierten Zeit, zu der sie auf dieser Erde wandeln sollen, macht mich sehr glücklich. Call your mom and your grandpa. Und 1 Euro in die Kasse. 2. Mom und Grandpa. Und call und your. Ja. Puh, das wird aber sowas von ein richtig schönes Schnitzel. Oh, es bahnt sich was an. Ich kenne einen guten Schnitzelladen. Ich habe da erst letztens gegessen. Puh, das war veganes Schnitzel. Nee. Ein Rieles? Mit Pommes? Mit Bratkartoffeln. Nee, mit Pommes. Schnitzel. Hätte sich ja Pommes bestellen können. Pommes ist so eigentlich Pflicht. Was guckst du denn so entgeistert? Ich? Ja. Weil er sich chauffiert über die Bratkartoffeln. Es gibt immer Pommes. Hey, Bratkartoffeln. Es gibt immer Pommes. Bratkartoffeln gibt es nur mit Rührei und Speck. Bam. Ende Gelände. Keine Diskussion. Nur? Ja. Was anderes gibt's nicht mit Bratkartoffeln. Denk dran, schwarz-weiß, Sally. Keine Komplexitäten hier reinbringen in das. Ehrlich. Bratkartoffeln und Schnitzel, wer isst denn sowas? Wiener Schnitzel isst man mit einer richtig schönen Portion Pommes und dann richtig fett Mayo obendrauf. Feuer. Also ich hab gedacht, ich bin festgefahren in manchen Sachen, aber. Ja. Das macht man so. Man auch nichts aus. Was soll denn die Scheiße? Nachher rennen wir noch hier mit goldenen Casio-Uhren rum und fressen Avocado und Hummus oder was? So eine Scheiße. Moment mal, das mit den Avocados. Oh, apropos. Gerade mal für euch alle da draußen. Ich so, Avocado. Und er hier, ich hab ein neues Kochbuch, ne? Und dann machst du alles in den Mixer rein. Du, ich mach mir da jeden Tag eine ganze Avocado. Und ich so, Avocado ist wie Butter pur essen, ist ja widerlich. Und er, Avocado, voll gut. Warte mal, da, ne? Da. Nee, du Avocado. Hast auf Simon gezeigt. Was auch passt. Was auch passt, ja. Ja, ja, du musst aber auch daran immer die Ironie verstehen, weil nämlich er ist genau so ein Typ. Hier, da. Er ist ja der Typ, den ich gerade beschreibe. Der Hummus-Essende zum Frühstück, das ist ja nirgendwo Hummus hergeholt. Hummus ist doch lecker, probier doch mal. Nein, Hummus ist nicht lecker, das schmeckt wie scheiß Blumenerde. Du bist festgefahren. Nein, das schmeckt wie und scheiß Blumenerde, das habe ich schon gegessen. Also du hast es probiert. Natürlich habe ich das probiert. Das schmeckt dir nicht. Ja, nee. Das ist doch was anderes. Das musst du dazu sagen. Da kann ich auch im Baumarkt... Nein, ich muss das nicht mehr erklären. Da kann ich auch im scheiß Baumarkt gehen und mir Blumenerde kaufen und dann ein paar Erbsen drauf bröseln und dann habe ich auch scheiß Hummus. Und es heißt ja auch Hummus. Also ja, eben. Ist ja auch das Gleiche. Eben. Ja. Und es gibt ja auch ein Dorf in Deutschland, das heißt Husum. Also ist eh alles Müll. Gott. Hallo an alle aus Husum. Ah. Wie ist es? Habt ihr noch wichtige philosophische Fragen an mich? Weil, also ich habe gerade erst angefangen, meine lieben Freunde. Huh, Baby. Vielleicht kommt das zweite Gedicht. Nee. Nee, das ist ja privat. Er hat gesagt, er hat 2 und das dritte ist privat. Ja, das, Ich habe zugehört. Ich bin jetzt schüchtern geworden. Oh, nee, jetzt möchte ich das auch hören. Die Resonanz war nicht gut genug. Ich hatte nicht genug Likes von euch. Okay, können wir alle kurz mal den Daumen hoch spendieren, damit Simon das zweite Gedicht vorliest? Geist im Kopf. Und jetzt, also das ist mal, ich denke zwischendrin noch mal drüber nach, weißt du, so. Okay. Nee, ich für mich guck hier schüchtern. Da kommen sie. Ja. Tagehaft sind sie heute. Seelenlose Daumen nach oben. Ja. Da bin ich ganz der arrogante Künstler so. Das ist ja nicht. Ich müsste in irgendeine Galerie in Kreuzberg. Siehst du dich selber als Künstler? Oh, das ist eine Banger-Frage. Ich habe es mir eine lange Zeit nicht erlaubt. Ich habe nämlich immer in einer Band gespielt mit vorhin genanntem Sebastian. Und Sebastian ist hochkreativ und genial. Und der, also mit dem habe ich, was weiß ich, eine Stunde rumgesessen und dann hat er sich 10 Riffs aus dem Ärmel geschüttelt. Sehr kreativ. Ja, super kreativ.
Und ich habe mich daneben immer so ein bisschen unwürdig gefühlt. Da war ich immer so, ich bin nicht kreativ. Das ist nicht mein Ding. Ich mache jetzt Arbeit. Und dann habe ich erstmal gearbeitet. Und ich glaube aber, ich habe schon was Künstlerisches in mir und das ist auch ein bisschen meine Mission, das zu finden. Den Ausdruck und so weiter. Aber ich tue mich damit teilweise noch schwer, weil ich, also zum Beispiel jetzt, also da hatten wir gerade Glück so, da war ich gerade in Fahrt, aber also es hätte auch gut sein können, dass ich mich bei diesem Gedicht vorlesen wirklich super prätentiös fühle. Und es mir wirklich, also ich bin jetzt gerade, bin ich wirklich so, ja, ich muss jetzt noch so eins vorlesen. Das fühle ich gerade nicht so richtig. Mhm. Und ich erlaube mir das dann oft auch noch nicht so ganz. Ich würde aber gerne. Ich wäre gerne ein unapologetischer, dicke Eier-Künstler. Finde ich cool. Könnte ich für mich zum Beispiel gar nicht sehen. Wirklich? Null. Null. Ich war immer jemand, das weiß ich auch, ich bin nicht sehr kreativ. Und erarbeite es mir dann aber, weißt du, mit Fleiß. Ich finde, dass man mit Fleiß, man kommt nie dahin, wo der Künstler ist, aber man kann sich mit Fleiß trotzdem etwas, weißt du? Und ich bin, ja, ich weiß, ich bin damit zufrieden, weil ich einfach nicht kreativ bin oder künstlerisch, überhaupt nicht. Das Buch, was ich gelesen habe, was mir meine Sicht auf dieses Ding geändert hat und wo ich eine Seite gelesen habe und dann war ich so, okay, krass, ich kann mir hiermit, dieses Buch hat mir gerade erlaubt, mich selber als kreative Persönlichkeit oder Person oder als Künstler zu sehen, war, wie heißt es? The Art of War? Also nicht The War of, nee. Hm? Nee, The War of Art. So rum. Nicht The Art of War. The War of Art. Von, hast du nicht gesehen? Weiß nicht mehr, wie er heißt. Heißt der nochmal. Und die These von dem Buch ist eigentlich, dass gerade der Künstler Stephen Pressfield heißt der Autor, Stephen Pressfield, dass gerade der Künstler jeden Tag an seinem Künstlertisch auftauchen muss und ob er es gerade fühlt oder nicht, eine Seite auf seiner Schreibmaschine schreibt oder was auch immer sein Gerät ist. Und genau das Gleiche wie mit dem Stream oder so, man macht ihn halt an und man tut es halt. Egal, man weiß nicht, wie gut es wird, aber man muss es tun. Und dieses Auftauchen zur Arbeit, der Muse die Chance zu geben, einen zu küssen, das ist die echte Arbeit des Künstlers. Und das hat auch was mit dem, was, so wie du es nennst, Fleiß und so weiter, das ist das auch, das muss man machen. Ein guter Künstler, sage ich mal, außer man hat wirklich viel Glück, wacht nicht irgendwie aus dem Heroin-Pilze-Trip auf gerade und macht dann sein 1-Million-Dollar-Gemälde, sondern steht halt zeitig auf und setzt sich dran und malt 1000 Kunstwerke und eins davon ist der Money-Shot und den Rest, nach dem Rest fragt niemand. Das ist ja auch der... Naja. Das ist das ja. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch nur davon abraten, sich selber als nicht kreativ oder nicht künstlerisch. Also ich weiß, dass du es ja auch nicht böse mit dir meinst. Nee, gar nicht. Aber jeder hat Kreativität. Ich bin nicht musikalisch, ich bin nicht zeichnerisch begabt, ich habe das alles nicht. Ich habe es probiert und das Einzige, ich habe mir als da war ich in der Grundschule und ich wollte unbedingt eine Schreibmaschine haben. Ich habe damals dann eine elektrische Schreibmaschine bekommen. Und weißt du, was ich getan habe? Hm? Ich habe Kurzgeschichten einfach nur abgetippt. Ich habe nie was Eigenes geschrieben, weil ich nie diese Kreativ... Aber das hat mich glücklich gemacht, weißt du? Dadurch habe ich das Tippen gelernt und so. Und das, ja, mir hat das Spaß gemacht. Es war etwas... Ah, das galt nicht dir, sorry. Es war etwas Schlichtes, aber weißt du, oh, guck mal, das habe ich... Es war nur abgetippt, aber das habe ich abgetippt. Und das ist... Und so fühlt sich das bei allem, ob das jetzt Häkeln ist oder sonst was. Ich würde mir nie selbst eine Anleitung ausdenken. Oh mein Gott, das ist eine Katastrophe, weil ich nicht das... Denken dafür habe. Hm. Aber ich kann super nach Anleitungen arbeiten. Und wenn ich Anleitungen habe, dann kann ich kreativ wirken, aber ich bin es nicht, weil ich es mir erarbeite. Ja, verstehe ich. Kann ich super gut nachvollziehen. Die Sicht der Dinge. Fühle ich.
Mega. Was machst du denn da? Nee, ich. Ich. So allgemeiner Twitch-Chat, so Anleitung, kann ich nacharbeiten. Man kann Leuten auch den Arsch abwischen. Also, das ist eigentlich schon eine gute Fähigkeit, denn ganz viele Leute können nicht nach Anleitung arbeiten. Ha! Fair. Fairer Punkt. Mhm. Ja. Ich verstehe das nicht. Ganz oft, also auch andere Kollegen. Also ich meine, ich sage mal als Beispiel, ich habe ja nur schon ein sehr, sehr, sehr detailliertes Stream, wie kann ich das bauen, fertig gemacht. Mit Sheet und Farben und alles in schön. Und es gibt immer noch Menschen, die sagen, fragen, wie das geht. Und da sage ich mir auch mal, so nach Anleitung arbeiten ist nicht so deins, ne? Deswegen ist das schon eine gute Fähigkeit, wirklich. Ja. Ich meine ja. Das nicht ironisch jetzt gerade. Nee. Aber es gibt auch die Fähigkeit, nicht viel selber machen zu müssen und es trotzdem gemacht zu bekommen. Dazu gehören nämlich solche. Naja, dazu habe ich nie gehört. Das ist keine Fähigkeit. Das ist eben, ne? Aber das machen sehr viele. Ja, die erkenne ich immer und dann sage ich, du bist scheiße, mach deinen Scheiß alleine. Naja, die stehen irgendwann da und dann hast du ein Problem und dann weißt du nicht, was du da hast. So, ich habe das erste Mal jetzt nach 4 Jahren ein Mischpult. Und ich habe, was nahe liegt, ich Dizzy fragen würde, du, wie funktioniert das? Ne? Was ich aber mache, ist dann, ich mache YouTube auf. Und dann gucke ich, wie das da funktioniert. Damit, wenn da Probleme sind, ich nicht im Stream anrufen muss, Dizzy, ich habe keinen Ton mehr, ich muss Ansprache machen und mit den Brüsten wackeln, damit die Leute nicht weglaufen. Nein, ich weiß, was ich machen muss. Du meinst, damit die Leute reins haben? Das hat keiner, wenn sie meine Brüste sehen. Echt? Ich traurig, ja, nee. Können wir das hier kurz mal ausprobieren? Ich bin so zweideutig in meinen Streams, die sind da sehr abgestumpft. Wir haben aber auch andere Zuschauer gerade. Wir können. Rollkragenpulli. Jetzt probier das doch mal hier aus, ob das geht. So, was jetzt soll ich alle machen? Jetzt mal hoch. Für die geschlossen, was soll ich da wackeln? Oh, na, siehst du, guck mal. Okay, vielleicht hat es ja geklappt. Ich kann Hintern zeigen. Ich bin momentan ganz stolz, ich krieg Muskeln am Arsch. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Geil. Mein Hintern wird, ich finde ihn auch ein bisschen geil. So, bitte, wächst der dann auch, wenn man da Muskeln bekommt? Schon, ne? Diese Squat-Hintern, die sind ja eigentlich relativ... Egal wie viel Kilos ich hatte, mein Hintern war nie groß. Ich hatte immer so einen flachen. Und jetzt gerade kriege ich so ein bisschen... Ooh. Ich finde es toll. I like big butts. Ich auch. And I cannot lie. Finde ich gerade gut. Sehr gut. Ich freue mich für dich. Sowohl... Nippel, warte, ich habe hier einen Nippel. Da. Oh, lol. Ist es so, ist das das Game? Ist das das Game, ist mir gerade eingefallen. Ich sag zu den Dingern immer Nippeln. Okay, verstanden. Mehr frei. Schade. Was gibt's noch so? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte noch was. Ja. Oh, da, zack, Twitch Prime, bam. Bam. Hat geklappt. Sali, du bist attraktiv. Ja, ich bin attraktiv. Du bist attraktiv, kannst in deinen Stream jetzt reinbaiten mit Boobs. Durch eure Subs zeigt, wie attraktiv ich bin. Geil, dann muss ich ja doch dich wieder einladen zu Sekiro, dass das wieder läuft. Ja. Warte. Die Brille, also jetzt mal ohne Scheiß, die Brille macht dich wirklich sehr sexy. Dankeschön. Ist kein Witz jetzt. Nicht so wie Simon seine. Okay, gut. Nun. Also ich hätte jetzt keine wirkliche Frage mehr. Ich fühle mich auch, als hätten wir uns gut ausgequatscht. Ja. Genau. Ich würde jetzt sagen, es fühlt sich so ein bisschen wie das Ende an. Alles andere wäre erzwungen irgendwie. I feel it. Ja. Ich stimme zu. Wir haben jetzt hier noch bei uns so eine kleine, so eine Angewohnheit. Wir unterhalten uns gerne über den Content Creator der Woche. Also einen Tick nennt man das. Einen Tick, ja. Running Gag oder wie auch immer wir das bezeichnen möchten. Und ich persönlich, also ich würde anfangen, damit ihr Zeit habt, euch einen rauszusuchen. Ich habe nämlich einen unglaublich krassen und unglaublich tollen Typen gefunden, der macht Fotos in der Nacht. Ist schon ein bisschen älter. Und ist so überhaupt nicht der Typ, so dieser YouTube-Typ, aber alte Verwalte,
junger Vater, der ballert rein. Der nennt sich Night Images, also Nightscape Images. Und der hat richtig Bock. Und das merkt man auch. Seine Videos sind so in der Regel zwischen 10 Minuten und 25 Minuten lang. Und er erklärt halt auch den ganzen Prozess und wo man, wie man den, die Milchstraße finden kann. Und dann ist er manchmal draußen und rennt da rum und du siehst dann halt, wie er halt auch malt, so richtig anmalt und wie man das zusammenbaut und den ganzen Scheiß. Und ist dazu halt ein bisschen gesetzter und älter und nicht so, ey, yo, jetzt machen wir heute mal ein paar Fotos, sondern wirklich, ja, hi, heute ist wieder ein unglaublich toller Sternenhimmel und das genießen wir mal. Und so zum Einschlafen ist das mega geil. Und der nennt sich Nightscape Photography. Und den würde ich euch jetzt gerne mal... oh, krass, meine Capture-Card ist abgeschmiert, sehe ich gerade. Ach, das ist ja interessant. Das allererste Mal in meinem Leben. Okay, dann müssen wir kurz mal wieder hierher wechseln, Leute. Ich würde euch das kurz mal geben. Und dann könnt ihr euch das angucken. Würde ich euch empfehlen. So, hier. Da ist der Link. Bitte. Okay. Also ich hab den auch gerade gesehen und das ist echt ein alter Vater. Was soll das jetzt heißen? Hast du was gegen alte Leute oder was? Nö, ist nur de facto, der ist ein alter Vater. Also der ist alt und höchstwahrscheinlich ein Vater. Warum? Sehr wahrscheinlich, ja. Alter Vater. Wenn du seinen PC siehst, an dem er arbeitet, und ich dachte erst, ich habe mir Videos angeguckt von 1960 oder so, das ist schon ein bisschen witzig. Da liegt noch so eine ganz alte, kurvige Tastatur von Logitech und auch sein Bild bei der Aufnahme ruckelt. Also, ne, man sieht, was er macht, aber es sind gefühlt 8 Frames und du nimmst es ihm einfach nicht übel, weil du dir sagst so, ey, weißt du, ey, du hast uns draußen, hast du mir einen halben Roman erzählt, das war super nett von dir. Love you long times. Ist egal, komm. Verzichten wir drauf. Nice. Nice. Ah, meine Content Creatorin ist. Oh, eine Frau. Liebe Van Lau. Oh, Van Lau. Die liebe Van Lau. Das ist doch eine Liebe. Und die hostet gerade jemanden. Ich mach das mal schnell auf währenddessen, ne? Ja, du machst das mal schnell auf. Die liebe Van Lau kennen einige auf Twitch und zwar zeichnet sie Emotes. Mhm. Also nicht nur Emotes, aber sie zeichnet Emotes und ich habe fast mein komplettes Portfolio von ihr überarbeiten lassen. Genauso wie die Emotes vom Blankenschnack. Die sind auch von der lieben Van Lau. Und ich genieße die Zusammenarbeit mit ihr wahnsinnig. Das ist, ich verstehe, was ich möchte und ist in den Umsetzungen fantastisch. Und wenn ich Kritik habe, dann es funktioniert einfach super. Und ich bin traurig, dass die Zusammenarbeit so jetzt langsam dem Ende zugeht, weil ich alles von ihr überarbeiten lassen habe und nichts mehr zum Überarbeiten habe. Eine ja auf der Gamescom getroffen und da könnt ihr mal vorbeischauen. Sie ist künstlerisch sehr begabt. Sie redet in ihren Streams sehr viel über Gott und die Welt und finde sie großartig. Also nicht nur, wenn ihr mal Lust habt, euch Emotes machen zu lassen, sondern auch so, schaut mal bei ihr vorbei. Wunderbare. Nice. Mein Content Creator der Woche, den ich mir in langer Vorbereitung überlegt habe, vielen Stunden Arbeit und nicht gerade eben krampfhaft versucht habe, drauf zu kommen, wer das sein könnte, ist Yannick de la Pesche. Yannick ist jemand, den ich gar nicht so gut kenne, aber ich bin dem mal während meines Studiums ein paar Mal über den Weg gelaufen und bin zufällig irgendwann später wieder über ihn gestolpert und habe herausgefunden, dass er coole Arbeit macht. Nämlich macht Yannick. Achso, ich darf das nicht so aggressiv senden wie ihr. Yannick macht Illustrationen, die ihr auf seinem Instagram-Account sehen könnt. Und das sind wirklich, ich weiß nicht, ich finde, der hat super den nice, einzigartigen Style. Wenn man ein bisschen runter scrollt, dann sieht man auch ein bisschen einen älteren Style von ihm, der sich dann sehr cool in seinen aktuellen Style entwickelt. Und ich mag Yannick gerne. Ich hatte auch in der Zeit etwas mehr Kontakt mit ihm und finde seine Arbeit und seine Illustrationen wirklich wundervoll. Und hoffe, er macht noch viele weitere.
und hat damit sehr viel Freude. Auf Twitch streamen tut er nicht. Aber und man sieht ihn hauptsächlich auf Instagram und auch nicht oft, aber wenn man das noch nie gesehen hat, kann man da gerne mal runterscrollen und aggressiv alles Mögliche liken und sagen, Grüße von Now Simon. Das würde ich zumindest unterstützen. Sorry, Stream da draußen, es gibt leichte Probleme beim Computer. Aber gesehen habt ihr trotzdem was. Sorry, dass das geruckelt hat. Hat's gerügelt. Rucksack auf die Schuhe. Ach nicht, das, du hast vorher so viel Schönes gesagt, dann nimmt man dir das auch mal weg. Zum Abend spät, vielleicht auch Neues. Selten, falls es geht. Neues. Spielt hier irgendeine Musik gerade? Für keine Musik. Computer? Stopp. Alter, nee. Alter, schon wieder so ein Ding, ne? Wo du am Rechner sitzt und du weißt einfach nicht, wo die Musik herkommt. Welcher von den 1000 PC spielt Musik? Und dann spielt deine dämliche Alexa, weil du Computer gesagt hast, Musik ab. Und sie hat dir aber kein Feedback gegeben, dass sie Musik abspielt. Schnauze! Oh, nee! Fuck my life! Ich sitze hier gerade. Wer macht denn da diese Kackmusik, ey? Das hört sich ja direkt an, wie aus Simon seiner Wohnung mit dem Saxophon, ey. Oh, Schatz, Alter. Puh! Wow. Sorry. Ja, mal die Wenn ich Saxophon lerne, ja, dann spiele ich genau zwei Lieder. Das vom Epic Sax Guy und das. Aber nackt. Nackt. Ja. Und das von dem Meme, wo jemand durch den Space fliegt. Oh, ja. Das liebe ich. Das ist super. Bitte nicht das Erste. Und das spiele ich nur. Oh, das finde ich großartig. Ja. Da könnte ich dir zuhören beim Zweiten, beim Ersten nicht. Ich gehe dann mal durch die Straße, spiele Saxophon und spiele nur das. Da muss ich dir mal was schicken. Da habe ich letztens gerade bei YouTube so eine Gang gefunden, glaube ich, die spielt in New York in der U-Bahn. Oh ja? Ja. Spielt ihr auch das Lied? Warte mal kurz. Ey, die sind richtig geil. Nee, Too Many Zoos heißen die. Ah, ohne Scheiß, zieh das mal rein, das ist mega. Ich gebe dir das mal hier bei Dings hier. Ich gebe das auch dem Chat gerne mal. Wenn ihr mal Bock habt, ich glaube, kann man sich schon mal reinziehen. Fürs Entertainment, für den Garten, hier. Simon, cool. Ja. Es war wunderschön, dass du da warst. Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. Hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Wir haben lange darauf gehofft und es war jetzt sogar noch schöner wahrscheinlich, als wie es hätte vorher werden können. Mhm. Glaube ich auch. War ein sehr tolles Gespräch. Dankeschön, dass du da warst. Ich sage Dankeschön an euch, dass ihr da wart und wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Tschüss mit Ö. Danke. Du hast übrigens das Schlusswort, Simon, ne? Ach ja. Ach, ich habe das Schlusswort. Ja, ja, aber jetzt komme ich noch und dann du. Ah, okay, top. Freunde der Sonne, kommt gut in die neue Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dasein. HDGDL, tschüss. Danke fürs mich haben. Danke für die guten Fragen. Danke fürs Zuhören und den Austausch bei Zustimmung und bei Nicht-Zustimmung. Und was kann ich noch sagen? Ich habe alle meine schlauen Sachen schon gesagt. Viel Spaß. Es hat mich sehr gefreut, immer schön in diesem Internet zu sein. Tschüss. Tschüss.